So, Hallöchen, Freunde. Herzlich willkommen bei Peru Plays, live aus dem wunderschönen Zypern. Wir sind wieder da. Way of the Hunter, wir sind im schönen Afrika und ich bin nicht alleine. Jetzt schwenke ich und der Kerl ist weg. Das ist unglaublich. Ich bin heute mit Topfklavier unterwegs. Ja, der ist hier nackig reingekommen. Ohne Waffen. Ich habe ihn schon gefragt, ob er die Büffel erwürgen will heute. Aber das werden wir mal sehen. Also, ja, der Kollege wird sich jetzt erstmal hier seine Klamotten holen. Und dann legen wir mal los. Also das erste Mal nach langer Zeit, dass wir wirklich im Multiplayer hier Way of the Hunter spielen. Ich bin da sehr gespannt. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Wenn ja, dann viel Spaß damit. Ne? Lasst ein Like oder Follow da, gerne auch ein Abo. Gilt natürlich auch für YouTube, den Schwesterkanal. Ne? Immer schön liken, Chat, ne? Kommentar, was auch immer. Haut rein, lasst den Algorithmus vibrieren. Ne? Dankeschön dafür. Ach ja, übrigens, Links zum YouTube-Kanal gibt es auch hier im Twitch-Profil. Da findet ihr alle Replays nochmal, wenn ihr mal was verpasst habt. So, wo ist denn der Kerl? Gucken wir mal, wo er ist hier. Ah, ich bin im Laden. Kaufe gerade ein. Ja, ich muss noch alles so... Alles lernen. Du meinst bei dir im ja. Mentor? Wenn ich so reinkomme, dann bin ich erstmal nackig hier. Ja, ging mir aber auch so, als ich das erste Mal hier wieder einen Kartenwechsel gemacht habe, zack, war ich wieder nackig. So habe ich mir angewöhnt, jetzt immer bei einer Hütte zu starten. Ja, ich muss mit Einkaufen noch ein bisschen warten, die Finanzen sind hier nicht so knackig bei mir. Was habe ich jetzt hier? Kann er mir das mal anzeigen? Hier 2100, ne, da muss man ein bisschen sparen hier. So. Da sehen wir ihn doch mal in seiner ganzen Pracht. Ich wollte dich gerade zeigen, warst du auf einmal weg. Das war wie bei Siegfried und Roy. Zack, weg war er. So, ja. Da gibt's doch auch diese Deppen. Kennst du Siegfried und Joy? Nee, die kenne ich nicht. Treiben sich auf TikTok rum. Google mal. Sehr witzig. Okay. Ist so eine, ja, Siegfried und Roy verarsche eher. Ne? Das ist, die waren auch schon mal bei America oder England's Got Talent. Okay. Unglaublich. Sind Deutsche. Ich weiß nicht, ob die aus Ostdeutschland oder Westdeutschland kommen. Ist ja egal. Auf jeden Fall sehr geil. Ja, wo wollen wir denn hin? Wollen wir jetzt hier gerade loslatschen? Oder wollen lass uns hier loslatschen, ne? Oder? Ja, machen wir gepflegten Marsch hier, ne? Irgendwelche spezielle Vorlieben heute hier daher? Irgendwelche speziellen Ziele, die Albino-Nacktschnecke oder. Nö, okay. Wo, sag mal, wo ist denn der Kerl immer? Du bist ja. Wo bist du? Oh, ich bin hinter dir. Ich sicher dir. Du warst eben doch schon direkt hinter mir. Sicher dir den Hinter. Was ist denn da los? Auf einmal war er wieder weg. Jetzt doch noch ein Löwe kommen. Kletter ich schnell auf den Baum. Einer hat mich erwischt. Ich glaube, einer hat mich mal erwischt. Und zwar tatsächlich vom Baum. Weil ich bin so einer, gerade hier Afrika, ne? Ich gucke mich immer, ich rotiere immer am Umschauen, ob nicht da irgendwie so ein bekackter Löwe kommt oder so. War alles leer. Ich wette, das Mistvieh saß im Baum. Auf einmal gingen die Lichter aus. Das war eine ganz tolle Sache. So, ich glaube, ich mache mal den Jagdsinn an, dass wir hier irgendwas sehen, ne? Was ich ja wunderschön finde, sind diese fetten... Oh, da hinten sind Springböcke. Okay. Diese fetten Bäume hier, ne? Diese... Die haben ja einen Wahnsinnsumfang, ne? Erinnert mich so an die Mammutbäume. Kennst du die? Ja, diese ja, Urwaldbäume? Ja, ja. Ja. Das, ich weiß gar nicht. Die sind doch mindestens genauso alt, die Dinger. Ja. Wenn die so breit sind. Meine Affenbrotbaume heißen. Die anderen, das sind Akazien. Sind das die Akazien. Affenbrot? Ich meine. Sind die, werden meine. Die so breit? Ja. Okay. Ich meine. Oder so alt, muss man ja sagen. Ne? Je breiter, je älter. So, jetzt haben wir eigentlich, könnten wir jetzt mal gucken, entweder hier links oder rechts am Gewässer sind die Chancen ja eigentlich recht gut, ne? Jetzt haben wir 8.51 Uhr. Frühs morgens. Ja. Also da ist ja eigentlich so bei den meisten Tieren so 9, 10 rum so ein bisschen die Tränkezeit, ne? Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ich habe beim letzten Mal, wo ich hier jetzt über die Brücke gelatscht bin, mir schon überlegt, das wäre doch eigentlich auch ein geiler Anschlusspunkt, oder? Ja. Du hast... Kannst dir glatt den Stand sparen.
Was ist das da? Steht da einer im Wasser? Warte mal. Oder ist es ein Stein? Stein. Schade. Der hätte so gut jetzt hier gestanden, ne? Und auch richtig in Position, ne? Das wäre richtig schön gewesen. Also da hinten turnen auf jeden Fall irgendwie Springböcke rum, falls du noch keinen hast. Oder haben möchtest. Jetzt habe ich gestern mal bei deinem Zwerg da reingeguckt. So viel redet er gar nicht, ne? Hast du ihn angeschrieben? Ein bisschen suchen, bis ich ihn... Nee, der war ja gar nicht live. Ich habe mir die Wiederholung angeguckt. Also normal, also... Dann so ein Ding oder so, da ist er eigentlich immer ganz gut am Sabbeln, wenn er, okay, wenn er Fragen steckt. Okay, wir haben jetzt vor... Oh, guck mal hier, vor uns. Rocken. Aber die sind schon erschrocken, das war normal. Also da steht noch einer. Der bewegt sich aber nicht. 40 bis 60 Meter. Der hat die Schockstarre oder was? Was ist mit dem los? Wenn er dich anguckt. Ja, der rennt gar nicht. Ja, das. Warte mal, ich geh mal auf Schleichgang hier. Was macht er denn? Hä, wo ist er? Jetzt ist auch das... Das Geräusch weg. Der müsste da noch stehen, ne? Ich habe ihn nicht flitzen sehen, du? Nee. Ganz merkwürdig. Der ist ja nur 40, 60 Meter weg. Wenn er noch da ist. Ach, übrigens hier. Nachricht des Tages. Weiß-Schwarz-Glu voraus. 320 Meter. Ja. Na, muckst er sich noch? Oder hat er wirklich an uns vorbei die Fliege gemacht, ohne dass wir es gemerkt haben? Ich sehe nichts, ich höre nichts. Ich glaube, der hat die Biege gemacht. Achso, du hast dich in die Büsche geschlagen, okay. Da, ich bin seitlich dran vorbei. Bin ich über die Brücke. Ja, ich gehe mal auf der anderen Seite hier weiter, so im Schleichgang. Weil der müsste ja jetzt da sein, wo du jetzt da gerade rumkraxelst. Wenn er da nicht ist, dann hat er schon... Der ist schon weg. ...den Abgang gemacht hier, ja. Der war aber gut unauffällig hier, der Kollege. Ja, jetzt brauchst du ja auch nicht mehr bücken, es sei denn, du erwartest Besuch. Aber jetzt ist hier gerade gar nichts in der Nähe. Noch. Noch. Was? Richtung Norden. Richtung Norden. Siehst du was, was ich nicht sehe? Ja. Richtung Norden, Weißschwanzgnu. Weißschwanzgnu. Ja gut, auf 300 Meter, ne? Über 300 Meter. Ja, der ist von mir aus auf 12 Uhr, ja. Jetzt höre ich aber gerade nicht mehr von ihm hier. Hatte ich ja schon gesagt. Den haben wir 300 Meter vor uns, ja. Also die Jäger-Animation finde ich auch sehr cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja wirklich richtig. Wenn ich so sehe, wie du da durch die Gegend pirscht. Ja. Die haben sich wirklich richtig... Oh ja, Tatsache. Was? Gucke gerade in deinen Stream rein. Ach so, du guckst dir selber. Ich sehe mich ja nur aus der Hier, Ego. Bewundere dich selbst, bitteschön. Denke ich ja nur. Ah, da. Halb rechts. 180, 200 Meter. Ah, da rührt er schon. Soll ich mal versuchen, ihn zu callen? Kannst du machen. Weil ich habe den Klappersack dabei. Den habe ich auch dabei. Ja. Dann probieren wir das doch mal. So, da ist er. Auf geht's. Gut, scheint ja nur in der ersten Stufe bei Kollegen mit schlechter Fitness zu funktionieren, aber wer weiß.
keine Rückmeldung. Ich glaube, der will nicht mit uns reden. Das ist schade. Ich dachte schon, ich bin irgendwo drauf getreten. Jetzt fängt er an zu klappern hier. Kommt aber auch keine Reaktion, ne? Kein Mu, kein Mäh. Ne, er will nicht. Ich hab ihn jetzt auch nicht mehr im Blick. Oh, jetzt hab ich gerade was gehört. Da ist er. 140. Ist der näher rangekommen? Kann ja. das sein? 140, ja. 160. Ja. Ja, ja. Da hat es ja doch was gebracht. Warte mal. Dann lass ich auch nochmal hier klappern hier. Guck mal an, die Dinger taugen tatsächlich was, ne? Ja, ja. Ja, für die Gnus habe ich noch den Blöd, nenne ich die Gnus, für den Blödkasten habe ich noch für die Hirscharten dabei. Das sind allerdings auch die ersten und einzigen, die ich mir wieder zugelegt hatte. Ich habe den Löwen, also für Löwe und für Löwe, hier Hyäne. Den möchte ich nicht rufen. Und, noch so ein Gänsecaller da. Okay. Weil ich ja auch die Schrotflinte dabei habe. Gut, also Löwen und Hyänen, das sind jetzt so weniger die Kollegen, die ich gerne rufe. Wenn ich mich zum Mittag verabrede, möchte ich nicht die Hauptmahlzeit sein. Ah, der schlurft schon wieder voraus hier, unser Dorfklavier. Okay. Ja, ich dachte, jetzt hätte ich gerade Blickkontakt gehabt. Nee. Ah, schade ist, dass du hier nicht spotten kannst. Ne? Ja. Ja gut, uns steht hier die Vegetation im Weg, ne? Das ist gut. Suboptimal. Gut. Oh. Ja, er kommt dichter. Ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück und werde nochmal die Schallmallen erschallen lassen. Moment. Findet er geil. Dann mache ich doch gerne weiter hier. Der nimmt immer vorher die Stinger raus. Ich muss immer zweimal tippen hier fürs Gewehr. Ist mal eine ganz dumme Frage, ob die dafür keine Kurzwahl eingerichtet, sag mal. Nee. Ah, schade. Deswegen pack ich die große zuerst. Ja, ich muss nur umpacken, ja. Ja, und ja. Die Schrotflinte habe ich auf zwei gepackt. Ja, ich muss bei Gelegenheit, wenn ich mal wieder im Häuschen bin, ein bisschen umpacken. Ja, wo ist er denn jetzt? Oh, ich habe hier Spuren. Was ist das? Springbock. Okay. Ja, Kerl, was ist jetzt? Noch eine nettere Einladung gibt's nicht. Ah? Ja. Da war ein Knacken. Oh. Okay, von links, großer Kudu. Aber der ist 300 Meter entfernt. Okay. Ja, hier der Kumpel müsste ja kommen. Ja, soweit zur Theorie. Jetzt? Ah. Jetzt? Ja, aber er ist immer noch auf derselben Distanz. Also so bei 120 Meter rund, ja. Ich glaube, es bleibt nichts anderes übrig, als dass wir tatsächlich ihm doch ein bisschen näher auf die Pelle rücken. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier vorne an dem Baum hier vorne, wobei den großen, dass wir überhaupt ein Blickfeld kriegen. Ich habe da so ein komisches Gefühl. Ich versuche mal rumzuschleichen. Ja, das sieht gut aus. Weil hinter dem großen Baum wird es jetzt ein bisschen übersichtlicher. Also da hast du mehr freie Pläne, auf die du schauen kannst. Könnte wetten, dass der irgendwo. Ja, ich. Ja, 120 Meter, genau vor mir auf 12 Uhr. Ich habe jetzt noch keinen Blickkontakt, da ist genau der Busch vor. Das heißt, ich muss jetzt hier nochmal ein bisschen drumherum wandern. Auf der anderen Seite kommt uns der Kulu entgegen. Das wird witzig.
Double Feature hier. Oh. Er liegt. Ich hab ihn im Visier und der liegt. Dann hol ihn dir. Hinter der Büsche. Ja, kannst du ihn ins Visier nehmen oder? Ja, ich kann ihn ins Visier nehmen, aber das ist dann mach. Nur das Kopf. Also ich habe eigentlich nur den Kopf aktuell. Ach so. Jetzt steht er. Achtung. Ja, ich sehe ihn nicht. Achtung. Ich habe was auf der Klüse scheinbar. Wo ist er denn? Ja, dann komm zu mir. Nee, ich mache jetzt keine Geräusche. Sieh zu, dass du, wenn es geht, deinen Schuss setzt, dann ist gut. Okay. Aber ich will jetzt hier nicht extra noch Geräusche machen. Versau ich dir noch den Schuss hier. Oh, da hinten läuft was. Ja. Hast du geschossen? Ja, ich habe geschossen. Da hinten ist er. War es der Erwachsene mit einem Stern? Das war, ich glaube, ne? Ah, der ist noch weggelaufen wieder, ne? Mhm. Hast du ihn getroffen? Ich habe den normal getroffen. Der ist also richtig, hochgehüpft. Wenn er bockt, dann lass mal schauen. So, der Kudu, den lassen wir mal Kudu sein. Jetzt können wir eigentlich schon wieder normal gehen hier, oder? Weil der ist. Entweder ist er weg oder er liegt. Das gibt nur die beiden Möglichkeiten. Hier ist die Spur. Wenn da noch jemand dabei war, dann haben die schon die Kurve gekratzt. Ach, guck mal, ich sehe sogar deine Markierung hier. Ja. Grün, ne? Nee, blau bei mir. Alles klar, bei mir ist grün. Alles klar. Aber ich sehe deine Blutspur. Ja. Das heißt, ich kann dich supporten hier. Und was sagt die Blutspur? Ist er tödlich getroffen? Fällt um, ja. Auch sehr gut. Sehr gut. Schön. Ist hier noch schön im Kreis gelaufen. Ja, wie es so ist, ne? Können sie die einfach ehrenhaft ablegen, da wird noch rumgeturnt hier die ganze Zeit. Junge, hier. Das nennt man Kreislauf, oder? Das wird sich, oder? Ja. Die Biester. Jetzt laufen wir eigentlich direkt auf den Kudu zu, ne? Ja. Ja, hier. Da meldet er sich. Ja. 200 Meter. Ja. So, dann gehe ich. Guck mal nach deinem Kadaver. Genau. Ich gehe mal hier gerade kurz weiter. Und guck mal, ob ich den eventuell abgreifen kann, beziehungsweise überhaupt ins Sichtfeld bekommen. Oh, die sind ja recht scheu, die Kollegen. Ne? Aber er ist ruhig. Das ist ja deswegen. Wie steht denn der Wind? Au, steht mir ins Gesicht. Das ist gut. Ja. Schauen wir mal. Ich will auch einen Abschuss jetzt hier. Komm. Los, hol ihn dir. Ja. War das ein Befehl hier, oder was? Paxi und Zahaxi. Das muss ich jetzt erstmal sehen hier. Warte mal. Ich muss mal ein Glas rausholen hier. 180. Ich sehe ihn aber nicht. Ah, der steht bestimmt in so einer Senke. Da ist doch, vorne ist doch Wasser, oder? Der steht bestimmt in der Senke. Also bis jetzt recht angenehm im Multiplayer, ne? Ja. Ich habe mir das jetzt noch nicht so genau angeschaut. Kann man hier auch als Host Aufgaben setzen? Nee, ne? Ich meine, muss auch nicht, ne? Also nee, du kannst, notwendig. Du kannst keine Sachen setzen hier, keine Mission setzen. Nee, ist auch nicht schlimm. Ist für mich kein Muss. Also das ist, wo bist du denn jetzt hier, mein Freund? Kudu. Eben hatte ich doch eine Anzeige. Verdammt. Jetzt habe ich auch nicht so viele Büsche hier, hinter denen ich mich verschanzen kann. Ich mach gerade hier die Zeitlupen-Move wieder. Linker Lungenflügel, Hauptschlag. Ader. Ui, schöner Schuss. Was löhnt er dir da für den Kollegen? 333. Ja, ist okay. Kann man machen. Ja, reicht. Ich suche immer noch meinen Kudo. Besser als nix. Er muckst sich nicht. Warte mal, bist du das da?
Also nicht du, sondern Kudo. Ich habe mal meine Markierung weggenommen. Ja, nee, alles gut. Ich habe ja eine andersfarbige, also insofern werden wir da auch nicht durcheinander kommen. So, groß. Oh, der ist in so einem hohen Gras. Ja, super. Das wird ein Spaß. Obwohl, ich kann ja Markierung setzen. Und die siehst du ja auch. Das heißt, wenn ich ihn zum Beispiel spotten kann, könnte ich ja eine Markierung grob setzen. Theoretisch ja. Also zumindest ja auf der Karte ja auch. Genau. Ja, also wenn du es jetzt nicht live machst auf der Map, sondern auf der Karte, würde ja auch gehen, ne? Also dass man es, also zumindest als Anhaltspunkt, ne? Aber hier liegt es, glaube ich, tatsächlich an dem hohen Gras, dass ich hier jetzt gerade so ein kleines Sichtproblem habe. Der ist nicht weit weg von mir, der ist 140, 160 Meter. Hm. So, hier lichtet sich so ein bisschen das hohe Gras. Aber wenn der große Kudu liegt, dann ist er auch klein. Ja. Da gucken nur das so. Das ist eine Antilopenart, glaube ich, ne? Ja. Da gucken nur so ein paar Hörner raus und ein Kopf. Ja. Genau. Ja, Gott sei Dank steht der Wind günstig. Ja. Dass ich ein bisschen näher ran kann. Also dieses ganz langsame Schleichen, das schon eingestellt ist, das finde ich sehr praktisch. Ja. Alter, wo bist du, Junge? Hinter dir ist ein Springbock. Ja, ich bin jetzt gerade hier so auf dem Kudu fixiert, dass der sich mal muckst hier. Ach, guck mal, jetzt sehe ich dich gar nicht mehr. Bitte was? Du siehst mich nicht mehr? Nee, ich kann nicht. Also auf der Karte siehst du mich. Auf der Karte sehe ich dich, aber ich sehe dich nicht mehr im Spiel. Oh, also es scheint eine Entfernungsbegrenzung zu geben. Genau. Oh, 120 bis 140 Meter ist er immer noch entfernt. Das heißt aber, dass er die Distanz eigentlich ausgeglichen hat. Alter, wo bist du, Kollege? Ja, ich habe hier Büsche dazwischen. Ja, ich habe jetzt genau eine offene Straße natürlich. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Risiko. Ja. Weil da stehe ich ja wie der Affe auf dem Präsentierteller, aber es hilft ja nichts. 100 Meter. Der ist genau in der Senke. Ich denke mal, ich habe jetzt so einen Baum vor mir hier direkt über der Straße. Ich denke mal, irgendwo darunter genau wird er wahrscheinlich sein. Ich gehe jetzt immer extra so mal kurz weg von der Anzeige, damit die aktualisiert von der Entfernung her. Das müssten jetzt unter 100 Metern sein. Also ich müsste ihm eigentlich schon gleich mal lieb das Fell kraulen können. Alter, ich mach mir hier echt einen Wolf, wenn ich den jetzt nicht treffe, ne? Dann ist hier aber Achterbahn. Ich wechsle mal schnell auf meine Waffe. Da ist er, 100 Meter wieder entfernt. Er hat die Entfernung gehalten, ne? Er ist, ruhig, aber er hält die Entfernung. Der wird da wahrscheinlich auch liegen. Ja. Das Problem ist, ich habe jetzt nicht so viel Deckung hier. Ich muss schon ein bisschen improvisieren hier gerade. Ich habe die Büsche dazwischen. Ich habe hier ohne Ende Gestrüpp dazwischen. Ja. Ja, bei mir ist es auch nicht so viel besser, also. Ich versuche jetzt immer verzweifelt irgendeinen Busch zu finden, wohinter ich mich verschanzen kann, weil ich ja jetzt doch recht nah dran bin. Und mega Kriechgang, ne, das ist. Ja. Aber ich kann ja jetzt nicht durch die Gegend poltern, dann ist ja die ganze Liebesmühe sowieso umsonst. Wo bist du?
Alle. Wahrscheinlich liegt er gleich zu meinen Füßen gemütlich im Gras, weißt du? Also würde der Wind jetzt nur einen Hauch anders stehen, dann hätte ich richtig verloren. Dann hätte er mich nämlich schon lange gewittert, der Kollege. Junge, wo ist der? Jetzt sind noch mehr Büsche. Ich sehe den Wald vor Büschen nicht. Oh, ist das fies. Mist, der ist erschrocken. Ja. Es sind mehrere. Ich weiß nicht, wie weit du von mir entfernt bist. Die sind 40, 50 Meter entfernt nur. Halt mal die Augen 100, offen. 140, 160. 160. Könntest du aber trotzdem erwischen. Was ist denn das? Sie auch keine Spuren von dem Baggerlooten hier. Mist. Ich glaube, die habe ich verloren. Du bist ein Stück weit vor mir. Okay. Ja, hier sind die ganzen Enten. Ja, die kannst du alle haben, inklusive dem Quietsche-Entchen am Pool. Ah, hier habe ich Spuren. Ja, großer Kuh. Nilgans vor mir, 120. Mhm. Nils Holgersson. Gnu-Streifen auch hier rum, sehe ich gerade. Ich habe hier frische Spuren mehr oder weniger. Das ist immer wieder, eben gerade, wie diese ganze Gruppe da Enten da hochgemacht. Ja, sowas ist natürlich auch immer sehr verräterisch, ne? Das ist bei anderem Wild. Weil die verraten nicht natürlich, ne, wenn sie aufsteigen. Das ist ätzend. Hat aber das. Alter, was machen die denn für einen Lärm? Ja. Adios. Alter, die machen einen Lärm. Nicht gut. So grob über den Daumen. Großer Kudu, knapp 300 Meter vor uns, ja. Ja. Die Markierung passt sogar grob. Gesetzt da. Hast du die jetzt über Karte gemacht oder wie hast Die habe ich jetzt gleich über, übers Visier. Ach so, übers wenn du durchs Visier guckst, wenn du durchs Visier guckst und rechts oben hinten drückst. Ja, nee, das weiß ich. Das weiß ich. Das ist schon, das ist mir bekannt. Nee, ich wollte nur wissen, hast du sie schon gespottet gehabt oder wie? Nee, aber so grob Richtung, Himmelsrichtung. Aber es passt sogar von der Entfernung her. Ich sehe sie. Ich habe Blickkontakt. Auf 250 Meter aktuell. Ich gehe mal in Schleichgang. Mal wieder. Dann sind sie hinter, Senke. Und da muss auch ein, See oder irgendwie sowas sein. Na gut, wir sind ja hier direkt am Wasser.
Also ich jedenfalls hier gerade. Ich sehe ja zwei Seen, die aneinander grenzen, ja? Und die sind jetzt hier am hinteren Ende von der ganzen Geschichte. Siehst du ja auch schon an der Entfernung hier, ne? Ja, gut, die Alter! Ich bin jetzt gekrochen! Wieso sind die erschrocken? Alter, das ist ja fies. Alter, wir sind fast 300 Meter entfernt. Ich bin noch nicht mal aufrecht gelaufen. Junge. Was machen die denn hier für ein Terz? Na super. Satz mit X, das war wohl nix. So, wo bist du? Ach, da hinten. Ja, die Kollegen haben schon die Flocke gemacht. Kannst wieder evolutionär in die aufrechten Gänge kommen hier. Aber die Bedürfnisgebiete schon mal kurz an. Ja. Kaffern? Hm? Wo? Hinten ist. Ach so, bei dir. Kaffernwürfelgebiet. Ja, das ist super. Läuft. Ja, und da hinten sind auch welche. Was? Wo? Warte, ich komme mal zu dir, dass ich dieselbe Blickrichtung habe. Die Richtung. Warte. Die Richtung. Was? Aber ich werde auf die Augen. Ich sehe die Kollegen. Nee, ich sehe die auch noch nicht. Aber in die Richtung, wo ich die Marker gesetzt habe, da kommt das Geräusch her. Okay. Ist lang ruhig. Ja gut, das könnten aber auch ein Teil der Kudu-Herde sein, die da hinten lang geht. Nee, das war Wasserbüffel. Okay. Oder Kaffernbüffel, besser gesagt. Ja, besser Kaffer als Kiffer. Hier, da. Hier, da. Da, ist nicht gesagt. So, habe ich dir markiert. Warte mal. Da laufen sie. Kann man den Zoom aufziehen? Hä? Hm? Ah! Gott, das sind ja... Was sind der das andere, hier? Der andere ist da hinten. Ja. Drei Stück, also nur Minimum. Eine ganze Ecke weg. Naja, also drei Stück mindestens. Ja, mit meinem kleinen Gewumski brauche ich da jetzt noch keinen Schuss ansetzen, da müsste ich näher ran. Vielleicht sollte ich den Verbandskasten schon mal fertig machen. Sunny! Ja, genau, den brauchen wir bei den Jungs ab und zu mal öfter. Aber Wind steht immer noch günstig. Ja, immerhin. Also für die Annäherung jetzt für das Ziel natürlich optimal jetzt gerade. Da sind sie. Was haben wir denn jetzt für eine Entfernung? 248 Meter zeigt er mir an. Die sind doch noch das nächste Tier, was ich habe. Bitte? Immer noch so einen kleinen Bück. Ja. Komm ich hier durchs Wasser? Okay. Doch, sind sie ruhig. Ja, ja. Die ewige Ruhe ist immer die beste. Hehe. Ja, wenn ich jetzt ans Ufer rangehe, bis zu dem Baum da vorne, müsste ich eigentlich ein gutes Schussfeld haben und nah genug dran sein. Schauen wir mal. Ich sehe dich jetzt nicht, du bist wahrscheinlich genau hinter mir, ne? Oder wo bist du? Sehe dich nicht. Ja, wo ist er denn? Ach, du bist auf der anderen Seite. Ich bin... Ach, du läufst auf der... Junge. Ja. Da ist er. Anderen Seite des Flusses. So, das sieht ja schon ganz gut aus hier. Was mich ja mal interessieren würde, wenn ich jetzt versuche, ihn von der anderen Uferseite anzuschießen, ob er über das Wasser kommt oder nicht.
Ist immer eine interessante Frage, ne? So, hier sieht noch alles gut aus. Also das ist ein Männchen. Männchen, erwachsen. Okay. Ein Stern. Was anderes ist ein Weibchen. Ja. Ja gut, ein Stern ist immer gut zum Aussortieren, ne? Das ist. Ja, zumal er erwachsen ist, ne? Dann ist er sowieso raus. Ja, gut, das ist ja schon Rentner, ne? Dann arbeiten wir schon mal an der Frührente ein bisschen mit, ne? Der evolutionären Geschichte. Ja. Wieso sehe ich die Jungs jetzt gerade nicht mehr? Wo, was denn jetzt? Wo seid ihr? Ja, wo seid ihr denn geblieben, Jungs? Warte mal, Fernglas. Wo ist denn jetzt? Wo seid ihr? Da hinten. Okay, ein bisschen näher ran. Ich muss eventuell durchs Wasser, glaube ich, hier. Sonst kriege ich die nicht mehr ins Schussfeld. Jetzt ist mir der Hügel hier im Weg, weißt du? Ah! Okay. Okay. Kaffeebüffel weiblich. Da vorne haben wir im weiblichen. Ja, kommt direkt auf mich zu. Erwachsen weiblich. Wer? Ja. Wer kommt auf dich alte, zu? Der alte Mann. Der alte Mann. Hm. Und ein Hempertun kommt auch auf uns zu. Wähle deinen Feind. Beweg mich mal nicht mehr, weil er guckt mich genau an. Echt? Hm. Ja, blinzel mal. Ich winke. Ja, er kommt dichter ran. Jetzt steht er schön seitlich. Jetzt legt er sich hin. Ich habe hier gerade leider nicht den richtigen Blick, noch nicht. So. Okay, ich muss nur schnell das Glas rauskramen, weil ich sehe das liegende Tier sehe ich jetzt gar nicht. Also ich habe es nach wie vor immer noch markiert. Da, männlich ruhig. Da, der ist genau vor mir. Okay. 106 Meter sollte theoretisch machbar sein. Ich versuch's mal. Oder willst du? Nee. Aber dann würde ich mal das Risiko eingehen, auch wenn die Munition jetzt nicht so die beste ist hierfür. Jetzt haben wir nämlich genau das Thema, worüber wir gesprochen haben, ne? Weil er zeigt mir rot und nicht grün im Visieren an. Jetzt steht er auf. Ich weiß es nicht. War ein Körpertreffer definitiv, aber wie gesagt, ob das gereicht hat, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, meine Wumme ist nicht stark genug für ihn. Ist ja markiert. Ich laufe lieber noch nicht los, weil nachher laufen die auf uns zu. Ich warte mal lieber einen kurzen Moment ab. Obwohl, die machen sich vom Acker, ne? Nö. Also ich sehe nichts. Wie, was siehst du nicht? Dass die auf uns zukommen. Das will ich auch nicht. Obwohl, immer wieder nett so eine Begegnung, ne? So Auge in Auge. So, Jungs, Mädels. Wo war dein Standpunkt? So grob hier gewesen. Also hier hat er gepischert. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass ich da keinen Schuss gesetzt habe. Hallo? Ich sehe auch keine Blutspur. Nee, nix. Also jetzt fühle ich mich gerade persönlich angegriffen. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Der hat ihn tatsächlich nicht erwischt, du. Kann das sein? Alter, das gucke ich mir aber nachher in der Wiederholung nochmal an hier. Gepinkelt hat er wie ein großer, aber ja, das war es auch schon. Aber es ist keine... Da vorne, keine Vorsicht, vor uns die ganze Herde mit Kudus. Warte. So, wie ich sie im Blick kriege, dann markiere ich sie dir schnell. Ich hoffe, sie haben uns noch nicht
gespottet, warte mal. Ah, die sind schon Alter, die haben ein Speed, die Jungs. Ja, ja. Ja, ja. Ach, aber diese Antilopen-Gesocks hier. Ja, außerhalb vom Stream, ne? Wieder Abschüsse gemacht wie ein Großer, ne? Jetzt wieder... Ja. Das ist... Murphys Gesetz hier. Die sind noch in der Nähe. Sie sind aber jetzt hinter... Ja, da sind sie. Da sind sie. Siehst du die Markierung? Ja. 173 Meter. Die wirken noch sehr relaxed, ne? Ja, gucken mich aber an, also ich bewege mich mal nicht mehr. Oh, der hat gehüpft, hast du gesehen? Ja. Also wenn ich den jetzt nicht getroffen habe, dann weiß ich es nicht. Ja, das will ich aber auch gemeint haben. Ich habe schon wieder mal selbst gezweifelt hier. Riesigen Kaffernbüffel nicht zu treffen, hallo? Wenn jetzt die Kugel nicht stark genug gewesen wäre, das wäre ja eine Sache gewesen, aber noch nicht mal ein Streifschuss, ich bitte dich. Ja, das ist für mich so, schon so ein Schuss im Grenzbereich mit meiner Munition und Waffe, ne? 170, 180, 200. Das ist so meine Grenze, ne? Das ist... Sieht aber gar nicht mal so gut aus. Jetzt warte mal. Was uns der Fleck verrät hier. Ja, ist das der Anschuss oder ist das nicht? Warte mal. Hä? Klares Blut. Tier überlebt. Leck mich doch am Arsch. Das ist... Kannst du nicht ausdenken. Ja, das ist die Blutspur auch schon zu Ende. Verdammt. Ich brauche eine andere Waffe. Es hilft nichts. So nah ran kann ich gar nicht. Doch, kann ich schon, aber... Ist ja ewig am Stravanzen, bis du dem Tier dran bist, dass du da einen vernünftigen Treffer setzt. War mir schon gerade suspekt, als da stand klares Blut, ne? Ja, 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 ja. Im besten Fall ist es ja rosa mit Bläschen, ne? Der ganze Bums hier. Extra einen älteren Charakter genommen, gemessen am Original, weißt du? Ja, ich hatte den eigentlich auch mal irgendwann mal gewählt. Okay. Also hier sind die Kaffernbüffel scheinbar regelmäßig in dem Gebiet hier. Ja, ja. Ja, ja. Oft. Ruhegebiet. Die Landschaft, die ist so geil, ne? Das ist ja hier auch die Berge im Hintergrund, ne? Ja, das ist... Phänomenal. Oh, wir entdecken einen Hochsitz. Oder hatte ich den schon entdeckt? Ne, den hatte ich entdeckt. Warzenschwein voraus. Warzenschwein voraus. Oink, oink. Haben Sie Sichtkontakt? Ja, da hinten. Ja, da hinten. Da hinten stehen sie vor der Büsche. Da war eine Bewegung. Ja, bloß die Büsche sind jetzt mir gerade im Weg. Warte mal. Ich wage es mal aufzustehen. Gucke mal nach. Ja, ich schau gerade. Aber die haben eine gewisse Entfernung, die Kollegen. Das muss man sagen. Ja, 137. Was? 137? Ja, gut. Ich mach mal. Den einen hättest du ja noch mitnehmen können. Der stand da und kickt doof in die Gegend. Den hättest du noch anschießen können.
Ja, ich war gerade, wollte mein Fernglas nehmen und gucken, Ach so. Ob da irgendwas Besonderes zwischen ist oder nicht. Ach so. Nee, weil die ganze Rotte ist abgehauen und er stand da wie Pik 7 noch rum, guckt erstmal doof in die Gegend. Das wäre deiner gewesen, du. Ja, das ist gut. Das ist auch so ein komischer Hochstand, da kommt man nicht hoch. Ne, der hat, guck mal hier, der hat zwei Treppen. Das ist Schaukel. Und ist als Schaukel. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, als Schaukel markiert. Das ist so ein Sammelobjekt. Ja, schön, ich hab's gesammelt. Gut. Und nu? Und nu? Also wenn das hier so heute mit mir weitergeht, weißt du, dann werde ich umrüsten auf eine Steinschleuder. Dann bin ich effektiver. Junge, Junge. Die überlebt. Die überlebt. Ich spring jetzt im Kreis, Alter. Ich spring jetzt. Hör auf zu lachen. Das kann's ja wohl nicht sein, oder? Das kannst du dir nicht ausdenken. Soll ich jetzt mit der Wumme aus 5 Metern immer schießen, oder was? Das ist bei dir ja wie verhext. Junge, ja. Wahnsinn, nee, wie gesagt, jetzt vorhin nochmal die Hollywood-Mission gemacht. Den Kollegen habe ich übergebügelt. Keine Sache. Aber muss ich anmerken, ich war bis auf etwas unter 100 Meter rangekommen. Ja, das ist in Ordnung. Ja. Ja gut, aber dann hatte auch die Munition die entsprechende Durchschlagskraft. Ja, ja, klar. Ne? Aber ja, die Munition klar. Und die Waffe, die ich habe, hat auf Entfernung nicht die Durchschlagskraft, die ich brauche. Ne? Das ist das Problem, glaube ich. Ja. Ich muss dringend wechseln. Warte mal. Was ist das da auf dem Berg vor dir? Ist das ein Tier? Nächster Stein, oder? Vielleicht Paranoia. Nächster Stein. Das sah aus wie so ein Ziegel oder so. Was weiß ich, was da so auf dem Berghang steht. Aber es ist wirklich ein Stein. Okay. Ja. Na ja. Gut. Was denn? What's up? Was ist hier? Warte. Da oben. Sprich mit mich. Da oben. Großer Kudu. Auf 200 Meter. Ich wag mich da gar nicht zu schießen. Prallt ab. Also wenn du den schießen willst, schieß ihn. Für mich ist es zu weit. Und? Ja. Was mich ärgert, bei mir hat er auch einen Buckel gemacht, ne? Kippt aber nicht um, ne? Das ist schon. Na gut, ich hab ja schon die Sechser, ne? Ja, eben. Ich hab ja schon die Long Range. Der entsprechende Munition. Ja, nee, du hast die 300, glaube ich, ne? Oder die 308 Munition, ne? Bei der. Ja, glaube. Ich glaube, bei dir ist es die 300, ich glaube, Mac heißt die, ne? Aber da bin ich ja von Reichweite und Durchschlagskraft weit entfernt mit meiner Munition. Leider. Irgendwann muss ich schießen, und wenn das eine Nacktschnecke ist. Das geht gar nicht. Ja. Da haben wir Losung. Ja. Hast du? Ja. Hast dann einen Schuss. Und was sagt er? Ja. Dir ist ein bisschen weiter weg, aber stirbt. Ah, ich sehe schon. Okay. Stirb langsam. Hier ist das Programm. Ich glaube, ich sehe es schon. Knapp 100, 200 Meter voraus. Das weiße da. Das dürfte ja schon sein, oder? Ja, davon liegt er. Da.
Brauchst gar nicht der Spur folgen. Weiß hebt sich auf Sand so schön ab. Geil. Geil. Sehe ich auch. Hm. Ist, kann das sein, dass die Herde da hinten noch ist? Was steht denn da hinten rum? Warte mal, bevor wir jetzt zu schnell werden. Oh! Auf 150 Meter. Warte mal, ich will nur ganz kurz, gib mir mal einen kurzen Moment, ich will nur kurz das Fernglas rausholen, was wir hier zu erwarten haben. Großer Kudu männlich. Der da ist jung. Nee. Der ist alt. Einer. Alter, wenn jetzt die Alten oder Schwachen doch nicht mal bei mir umkippen, ja? Dann muss ich leider in Rente gehen. Jetzt guckt er mich auch noch an hier. Guck ihn an. Er guckt mich an. Er grinst mich an. Er lacht mich aus. Hier hinten. Hier hinten. Der hinten. Ja. Alles gut. Also du hast deinen ja schon da vorne liegen. Ich hoffe, meinen habe ich jetzt auch lang gemacht hier. Also wenn der jetzt wieder überlebt, ne, dann kriege ich ja wirklich original einen Live-Anfall. So, gucken wir uns erstmal deinen an hier. Schön. Schön. Linker Lungenflügel, rechter Lungenflügel. Rechter Lungenflügel. 626. Stufe 3. Stufe 3. Okay. Glückwunsch. Danke. Junge. Halten wir doch mal kurz die Gönnung ein hier. Ich eile schon mal voraus und gucke, ob das hier was gebracht hat, die Aktion. Ich habe ja schon fast wieder das Gefühl. Ich meine, er hat wieder gebockt, ne? Ja. Aber wie gesagt, das haben wir ja schon gesehen. Muss ja nicht mal was heißen, ne? So. Oh, das ist ein rosa Flatschen. Ja. Ich habe ein Kudu erlegt. Lobe den Herrn. Den Herrn. Genau. Ja, wurde auch Zeit, oder? Ja, es wurde ja, wirklich ja, Zeit. Ja, ja, ja. Nach fast einer Stunde, die wir hier schon rumtackern. Ja. Ist ja nicht normal, oder? Ich würde dafür jetzt nicht hier noch eine bombastische Bewertung kriege, dann muss ich leider eskalieren. Alter Mühsal hier. Aber man merkt es, wenn wir auf die gleichen Ziele in derselben Entfernung schießen, man merkt den Unterschied, ne? Mhm. Zwischen den Waffen und der Munition, ne? Also wie viele Schüsse hatte ich jetzt? 3 oder 4, ne? Wo das Tier auch angeschossen war. Aber überlebt hat, ne? Und auf dieselbe Distanz hattest du bei den Tieren dann auch immer tatsächlich einen tödlichen Treffer. Das macht schon was aus. Du hast einen neuen Follower. Und 41, danke für dein Follow. Dieser Mensch hat Geschmack, das finde ich gut. Alter, das war natürlich klar. Wenn ich mal einen treffe hier, ne? Der juckelt noch um die halbe Welt hier. Erstmal noch kurz einkaufen gehen, ne? Hier, guck dir die an! Nicht, dass die vor uns weglaufen. Nein, jetzt laufen sie vor uns weg. Da liegt er. Na gut, die haben noch eine kurze Trauerzeremonie hier schon mal gemacht. So, dann gucken wir uns den mal an. Aber deiner hatte einen ausgeprägteres Muster, ne? Ja. Obwohl, hier, doch, hier geht's, ja. Also, das war ja ein Alter hier. Der Mann aber auch. Der Mann aber auch. So, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Fleischtreffer. Ey! Das macht keinen Scheiß hier mit mir. Fleisch. Rechter Lungenflügel. Rechter Lungenflügel. Das war er dann. Und, ja gut, immerhin 489, ne? Besser als geschissen. Ja. Ist gekauft. Ja. So, jetzt bin ich schon mal über die 2,5 rüber. Knapp 2,6. Die neue Waffe kommt näher. So. Das ist doch schon mal an. Bist du eigentlich? Bin hinter dir. Da ist er. Ja, du stehst voll und ganz hinter mir, das finde ich gut.
Ich dackel mal hinter dir her. Ich bin die ganze Zeit wieder vorausgelaufen hier. Wir müssen mal sehen, ob wir hier bei den Spielern mal so einen kleinen Jagdclub zusammenkriegen, dass wir wirklich mit... Ja. Mit wie viel kann man jetzt eigentlich? Maximal 4, glaube ich, ne? Oder 3? Ja. Angeblich 3 oder 4. 3 oder 4. Das wäre mal eine Sache, ne? Das wäre dann ja fast so wie in guten alten Call of the Wild Zeit. Ja. So, wenn ihr Dorfklavier schon immer mal von hinten sehen wolltet, bitteschön. Junge. Was denn? Der sieht ja schneidig aus. Wer? Du? Ja. Ja. Eigenlob stinkt, das weißt du, ne? Ja. So, Nils. Bist du gerade im Kreislauf oder was machst du da? Nee, ich decke hier gerade auf. Ach so, okay. Hast du das Bedürfnisgebiet hier aufgedeckt oder was? Ja. Also, ich werde definitiv auch die älteren Karten jetzt nochmal spielen wieder. Also auch so Transsilvanien und so. Und da würde mich tatsächlich nochmal reizen, die Story nochmal anzufangen. Weil ich fand es ja witzig, dass bei Transsilvanien dann auch tatsächlich was mit Vampiren dann auch noch untergebracht haben. Die Vampir-Story, die fand ich sehr witzig. Ja. Und natürlich unvergesslich, die fliegenden Hasen aus Transsilvanien. Aber ich denke, die werden wir leider nicht mehr sehen. Wer sie übrigens nochmal sehen möchte, die fliegenden Hasen aus Transsilvanien, die waren im Livestream auch zu sehen. Die ganzen älteren Folgen findet ihr auf YouTube, auf meinem Schwesterkanal. Lasst da gerne auch mal ein bisschen Liebe. Den Link findet ihr in meinem Twitch-Profil. Da seht ihr alle Games, alle Streams nochmal. So. Tadam. Das war die Werbung. Hast du was gespottet? Ich nicht. Ach so. Gucke im Moment noch. Fängst aber jetzt nicht das Blumenpflücken an, ne? Nee. Blumenpflücken lass ich da. Okay. Seit Alaska habe ich mir das abgewöhnt. Okay. Ich finde schade, dass hier keine Wölfe auf der Karte sind. Deine Freunde. Ja. Schön finde ich ja diesen verschneiten Berg im Hintergrund, ne? Dieser riesige. Ja. Schön. Ja. Wie gesagt. Soll das der Kilimandscharo sein oder was soll das sein? Würde ich ja gerne mal wissen. Gibt es eigentlich dieses Gebiet oder ist es ein fiktives Gebiet hier? Das würde mich mal interessieren. Bei Call of the Wild sind es ja immer fiktive Namen, Gebiete, ne? Also hier geht man von aus, das ist in Tansania. Ja, wie gesagt, ich hätte nämlich jetzt hier bei diesem Berg hier, ne, wäre ja von der Größe her der Kilimandscharo, ne, würde ich doch mal sagen. Oder was meinst du? Ja. Würde ich auch mal so sehen. Ja. Würde den jetzt auch mal so in die Stufe einpacken. Ja. Weil viele Berge in Afrika, mit Schnee gibt's nicht. Eben. Jetzt mal nicht so schnell, ich sehe, glaube ich, was. Warte mal. Kleinen Moment, stopp. Kann mir natürlich rinnen. Ja, wieder Jägerparanoia. Schöne Steinformation. Aber ich habe irgendwas gehört. Hier, da in die Richtung. Was denn? Weißschwanz genug. Hm. 314. Meine speziellen Freunde. Ja, da, die hinten irgendwo. 40 Meter. Wie viel? 340. Oh, ich höre sie. Warte mal. Oh, andere Richtung. Oh, 200. Andere Richtung 200. Ja, ich sehe es jetzt gerade. Ich habe gerade den Jägersinn angeschaltet. 180 bis 200 sind es bei mir. Die sind hinter der Baumreihe. Weil da sitzt auch der Wind steht besser. Ja, wir haben ihn im Gesicht, so soll es sein, ne?
Die sind genau dahinter, das war mir völlig klar. Bei unserem Glück wieder, weißt du? Ich versuch mal, ob ich von der Seite ein bisschen mehr Blick bekomme. Also ich glaube, um die Gnus musst du dich dann kümmern, weil da komme ich mit meiner Wumme nicht durch. Also ich helfe dir gern beim Spotten. Also wenn ich sie im Bild haben sollte, werde ich sie dir markieren natürlich. Na, wo seid ihr denn? Hallo? Da knackt's 120 Meter vor mir. Das sind hinter der Büsche, hinter der Büsche. Ah, warte mal. Oh, wir haben ein Glück heute mit den Büschen, ne? Ja. Junge. Fuck. Ich hangel mich jetzt mal hier vom Busch zu. So, Jungs, lasst uns nicht hängen. Wo seid ihr? Ja, gibt's denn das? Okay. Markierung gesetzt. 9,5 Kilometer? Nein. Moment. Jetzt. Bisschen weit, bisschen weit. Hast du? 100 Meter. Ja, aber ich sehe es. Weil bei mir sind ja jetzt endgültig die Blüten. Da kommen sie. Ah, ja. Also wenn du den nicht erwischt, der strahlt so hell, da fehlt nur noch ein Blinker oben drauf. Da. Mach du das, weil wie gesagt, bei mir macht es keinen Sinn. Was ist los? Probleme beim Visieren oder? Ich sehe sie nicht. Jetzt. Warte, sie, nicht. Jetzt, sie bewegen jetzt. Sich jetzt hier weiter nach rechts. Ja. Warte, ich versuche mal den letzten hier zu markieren nochmal. Ah, ja. Warte. Oh, hast du abgedrückt? Ja. Okay. Jetzt dachte ich schon, der eine wäre umgedreht hier. Na, ich höre sie noch gar doppeln hier. Oh, da knackt's noch lustig. Bin nicht erschrocken. Ja gut, die sind am Stratzen hier, ist klar. Ja, machen wir das Teamwork mal heute so rum, ne? Ja. Der ist nicht mehr weit gelaufen. Oh, das ja, da, bei dem Flatschen, der Hof. Der kann nicht weit. Ja, siehst du, da ist er auch schon. Lass mal gucken. Bevor die wegbretzt hier. Ups. Ja. Dieses Tier gehört dir nicht, das weiß ich. Schulter ihn mal hier. Ja. Ich hab 250. Schön. Deckung genug. Oft. Jetzt würde mich mal interessieren. Mhm. Wann jetzt für sich selber und für dich selber und für dich auch gleichzeitig auch aufdeckt. Wie meinst du für mich aufdeckt?
Ja, Die hier Karte. Getränkegebiete und die Getränkegebiete Bedürfnisse und die Bedürfnisgebiete, hm. ne? Hier. Entgegengesetzt Ne? zu, Entgegengesetzt zu, weil ja scheinbar die Gebiete überall gleich Gebiete sind. überall gleich sind. Okay. Weil ich sehe ja Weil ich sehe meine, ja aufgedeckten meine Gebiete. aufgedeckten Gebiete. Ja, auch, Mathe, auch, Mathe. Schau mal kurz hier drüben, ob ich die schon aufgedeckt habe. Nee, noch nicht. Springbock. Okay. Alle springen Bock, okay. Was ist denn da vorne? Achso, da war ich gerade. So, was haben wir denn hier für Spuren? Springbock-Spuren. Okay. Springbock, hast du einen Springbock. Springbock? Hast du einen Springbock im Hast du Haus? Macht dir Springbock im Haus? alles, macht dir Ich, alles nichts mehr aus. Nichts mehr aus. ja, den habe ich schon schön ausgestopft bei mir. Hier, wenn du willst, 120 Meter vor dir ist ein Helmpert-Huhn. Das ist auch ganz entspannt. Sagt mir jetzt überhaupt nichts. Ganz schön laut die Viecher. Also ein Huhn müsste ich ja schon erlegen können, ne? Es sollte, klappen. Es sollte klappen. Ja, obwohl ich habe jetzt da auch nicht mehr so viel Vertrauen drin. So langsam schwindet das Vertrauen in die Munition hier, die ich verwende. Da sind sie. Da sind sie. Ich sehe sie. Mal sehen, ob ich eins erwische. Jo. Alter, du ballerst gleich zweimal hinten drauf, ne? Was ist denn da los? Also deine liegt. Machst du Also hier deine Rambo liegt. oder was? Machst du hier Rambo oder was ist bei dir Ja, meinst du, ich habe mir los? umsonst, ich habe mir umsonst Shotgun geholt. Shotgun geholt. Junge. Der ballert hier rum wie John Rambo. Also, das wär jetzt peinlich gewesen, wenn ich noch nicht mal eine Ente oder einen Huhn. Ja. Ja, schön war sie nicht, ne? Naja, mein Gott, naja, mein Gott. Verkaufen null. Ja, gut, die ist nur noch Brei wahrscheinlich. Hier, für Nullinger habe ich die geschossen. Ist auch schön, ne? Das ist natürlich sehr nett. Dankeschön fürs Gespräch. Ist schon mal von der Liste gestrichen. Also nehme ich dann nächste Mal die kleine Waffe dafür. Warte mal, ich wechsle mal auf dieses Dinger. Ja. Die müsste dann ja Ja. reichen dafür. Das ist jetzt ärgerlich. Jetzt habe ich schon mal was und ich kriege da Naja, aber keinen wissen, Cent für. naja, aber Aber wissen, Leier. lag schon Aber mal. wissen. Lag schon mal. Es lag nicht, es ist geplatzt. Sagen wir es mal so. Das hat mit Liegen nicht mehr viel zu tun, wenn es platzt. Da sind die nächsten, da sind die nächsten. Ich hab's genau im Visier, willst du? Nö, kannst mach. Nö, kannst mach. Mein Gott! Weißt du, dass das wie ein Orgasmus ist, dass ich mal wieder was im Schuss lege? So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich die Stinger stattdessen genommen. Jetzt kriege ich immerhin noch 12 dafür. Ja gut, Ja. für das Vogelfieh ist Ja. das ja eh nicht viel, ne? Das ist. Aber Aber immerhin ist es nicht in Ruhefetzen zerborsten. ja. Da hinten Da hinten. Springböcke. Wo da hinten? Das haben wir jetzt 300 noch Meter, zwei. 300 Meter, markiert, markiert. Oh, die sind aber richtig vom fern vom Schuss. Ja, macht ja nichts. Macht ja nichts. Ah,
Wir müssen hier mit dem Wind aufpassen, den haben wir im Rücken, ne? Ja, ja. Ja, wir müssen so ein bisschen seitlich kommen, Gut, da muss ich aber auch die Waffe wieder wechseln. Ja, ich bin da eigentlich jetzt ganz gut in der Position. Weil wenn ich mich jetzt nach rechts eindrehe, dann dürften mich die Kollegen nicht mitbekommen. Wie zur Theorie. Wo sind sie denn jetzt? Mist, ich habe sie so ein bisschen aus dem Auge verloren hier. Ich brauche Büsche, ich brauche Deckung. Liegen noch wir haben da, heute ein Glück mit dem Buschkram, ne? Ja, ich sehe momentan gar nichts, weil ich habe hier lauter Büsche vor mir, warte. Liegen noch da. Da, jetzt sehe ich ein paar Kollegen. Muss mal ganz kurz gucken, ruhig. Die sind auf 250 bei mir, ich bin 250 entfernt. 210. Okay, dann werde ich mal versuchen, dass ich mich so ein bisschen hier ranbaldove. Also, ja, jetzt habe ich den Rücken wieder, den Rücken weg, scheiße. Ich versuche mal so ein bisschen mit Deckung zu arbeiten hier. Junge. Neuer Vorteil freigeschaltet. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, welcher das ist. Muss ich mal gucken. Vorteile sind ja immer gut. So. Ja, die machen da so ein Sit-In oder was machen die da? Warte mal. Die ruhen. Die liegen ruhen. Da alle. Die liegen da alle. Ja. Bei Ruhen können wir helfen. Das ist unser Fachgebiet. So ist es nicht. Wir helfen da gerne. Jetzt habe ich schon wieder die Büsche vor mir. Junge, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? So, was haben wir hier? Also das ist männlich ausgewachsen. Ein Stern. Ja, jetzt immer mit der Ruhe. Jung, männlich, einer. Ne, den brauche ich nicht. Und altes. Erwachsen, weiblich, ruhig. Also eine Gruppe ist ein bisschen näher dran, die ist 150 Meter jetzt von mir entfernt, die anderen rechts sind zu weit weg. Ja gut, den jungen Bock, den will ich natürlich nicht schießen. Das ist Ja. Da steht er. Da steht er. Ich bin schon wieder feucht. Jetzt legt er sich hin. So, ich gehe jetzt mal in den Schleichgang, oder? 160. Jetzt gleich deutlich näher dran sein. So, mal sehen, ob ich was spielen kann hier. Springbock, jung, weiblich. Nein! Wo sind die alten Knacker? Wieso laufen die jetzt los? Was ist denn da los? Keine Ahnung, also ich stehe. Ich stelle mich jetzt auch mal auf. Und der Wind geht seitlich an mir vorbei. Also bei mir sind die nächsten 200 Meter dran, es geht in Bewegung nach links. Das wäre eigentlich so, eigentlich schon fast meine Richtung. Aber die sind noch ruhig. Es kann sein, dass die gleich wieder stehen bleiben, weil die sind jetzt nicht erschrocken. Sind nicht erschrocken. Das ist ja schon mal gut. Das ist schon mal viel wert. So, jetzt habe ich gerade ein Springbock Weibchen hier vor mich. Ist ruhig. 200 Meter entfernt ist ruhig. So, gucken. Ich habe hier aber auch eine Scheißposition erwischt. Ja, die rennen jetzt hinter. Die rennen jetzt hinter den Hügel. Hinter den Hügel. Büsche. Aufs große, weite Feld.
Jetzt habe ich auch den Blickkontakt. Hm? Hm? 240 sind sie wieder. Was interessant ist, aber sie sind jetzt nicht aufgeschreckt, ne? Sie sind einfach weitergezogen. Hm. Hm. Also sonst hätten wir es ja gesehen, wenn wir die jetzt aufgeschreckt hätten. Nee, dann würden die auch nicht mehr stehen bleiben. Würden die auch nicht mehr stehen bleiben. Eben. Ich schlag jetzt gerade mal so einen Bogen, ob ich die eventuell nochmal in Sichtweite kriege. Ich hab nochmal markiert, nachmarkiert, hier, nachmarkiert. Okay, ich will jetzt nur kurz das Bedürfnisgebiet, was ich gerade gefunden habe, aufnehmen. So. Springbock. Stelle, wo sie eigentlich selten sind, wie ich es gerade sehe. Einer guckt mich an. Aus 150 Meter. Ist aber ein Junger. Das ist kacke. Ich gehe mal in die Knie hier. Nicht, dass er mich sofort spottet hier, der Kollege. Wo sind die Rentner hier? Die ihr Leben gelebt haben. Sie widerstrebt mir, mal Jungtiere rauszunehmen. Das macht ja auch keinen Sinn. Da haben wir einen erwachsenen Bock gerade. Ah, die sind jetzt in der Rechtsbewegung. Wir brauchen nur noch Gebüsch vor mir. Bitte? Ich hab nur noch Gebüsch vor mir. Nur noch Gebüsch vor mir. Ah, das ist doof. Okay, ich sehe was. Warte mal kurz. Gib mir einen Moment. Okay, der ist auf 113 Meter. Ich versuche mal einen Schuss. Da habe ich einen alten. Ich hoffe, das geht mit der Wumme hier. Und ich hoffe, ich bin auch schnell genug. So, lass mal gucken. 100. Ja. Ja, komm, leg dich, ja. leg dich. Ja. Leg dich, ja. Okay. Das zaubert doch wieder ein Lächeln in mein Gesicht. Jetzt dürft ihr euch erschrecken. Aber auch jetzt erst. So, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich habe den richtigen erwischt. Geklappt da. Aber hier im Schuss gelegt, ne? Guck hier. Ja, einwandfrei. Ja, einwandfrei. Ja. So, jetzt mal gucken. Dein Jagdglück kommt doch zurück. Ich hoffe, das ist der. Ich hoffe, das ist der alte. Oh, nur 70. Das war kein guter Schuss. Ich hab das Weibchen erwischt. Scheiße. Ja, gut. Aber Herz. Gut, ich bin ja dankbar für alles heute. Herz, Lunge. Ja, bloß wie gesagt, Weibchen. Ja. So teuer, aber immerhin. Ja, ja. Ärgerlich, Mensch. Ja, gut. Aber, ja, gut. Ein Treffer. Bring dich auf den Weg zu deiner anderen Waffe weiter. Ja. Da man hier ja nicht so viel Geld macht wie bei Call of the Wild. Ja, das stimmt. Das ist schon ein großer Unterschied, das merkst du auch, ne? Ja. Also du musst hier in jeder Beziehung für alles hart arbeiten, ne? Das ist. Wenn du da diese Schrotflinte siehst, für 11.000 musst du richtig arbeiten. Ja, absolut. Ich bin, ja gut, ich bin jetzt auch nicht so der große Schrotflinten-Fan. Ist ja wohl für meinen Begriff eher so für die Vogeljäger und Co. KG. Kann ich jetzt so nicht viel mit anfangen. So eine Ente oder Fasan freut sich bestimmt drüber.
wie bei den Ghostbusters. Hört mal, ich riech was. Siehst du was? Nee, ich gucke. Ja, ich habe jetzt den Jagdsinn an, da tut sich jetzt auch gerade nichts. Na gut, jetzt haben wir aber auch wirklich eine super karge Stelle hier gerade erwischt, ne? Ja. Also ich würde mich jetzt auch als Viech nicht rumtreiben, wenn ich es nicht müsste. Zu grasen gibt's hier nix. Okay, Springbock da hinten. Warte. 300. Weiblich. Ja, ich sehe die Markierung gerade, warte. Ja. Ich sehe ein männlich junges Tier auch noch. Ja, das ist bestimmt die Gruppe von eben. Die Gruppe von eben. Jung männlich. Jung weiblich. Alles relativ junge Tiere. Ich glaube, da ist auch tatsächlich nur ein alter Bock dabei. Und ich rede nicht von uns. Hoffen. Hoffen. Bitte? Will ich hoffen. Mit dem Wetter und dem Wind haben wir jetzt nicht so viel Glück, ne? Wir haben auch schon wieder hier den Rücken hier den Wind. Das ist scheiße. Ein Stern ausgewachsen. Ja. Das war der, den ich eigentlich ausknipsen wollte. Wahrscheinlich hat sich Madame hier todesmutig vor ihn gestellt, ne? Lohnt sich immer sowas. Freilich. Ich versuche mal hier so ein bisschen drumrum zu kommen, dass ich vielleicht... So, schauen wir mal. Ich sehe jetzt auch nicht so viel mehr. Kaffernbüffel-Urinprobe. Birgt frisch. Okay. Das heißt, wir könnten hier durchaus bald Gesellschaft kriegen. Ja. Könnte auch noch sein. Ach, die Jungs haben mir jetzt gefehlt. Ich hab sie im Bild. Ich sehe sie. Sehr schön. Markierung gesetzt. Von meiner Position 109. Wir stehen also quasi in der Mitte dieser Buschgruppe. Von mir aus jetzt gleich die Bewegung nach rechts. Ja. Sie gehen ein bisschen weiter nach rechts. Zu dir müsste das sein, in deine Richtung, oder? Sie bewegen sich. Sie sind ruhig, aber sie bewegen sich. Sie gehen weiter. Ich sehe sie jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt keinen Blickkontakt mehr. Die sind durch die Büsche durch. Ja, ich sehe sie auch nicht. Sie sehen sie auch komplett verdeckt. Sie sind auch komplett verdeckt. Schrocken. Warum auch immer. Nicht, dass ich jetzt zu forsch mich angenähert habe. Aber wenn, dann müssten sie... Wo bist du eigentlich? Ach, du bist da hinten. Okay. Nicht, dass ich sie jetzt erschreckt habe hier. Dann nicht. Nächste Chance kommt. Ja, das sowieso. Aber wenn die da rumfläzen, kann ich mir vorstellen, dass sie da eventuell auch ein Ruhegebiet haben. Ich bin immer nicht. Riecht's noch nach Springbock
Popo. Versuch mal, ob ich die Spur aufnehmen kann hier. Es sind aber verdächtig wenig Spuren. Das waren doch 5-6 Tiere Minimum, oder? Oder was schätzt du? Ja, das waren 5-6 waren das, oder 6 waren das? 5-7 hätte ich so geschätzt. Dafür, ich wundere mich hier gerade, ich habe gerade mal eine Spur hier jetzt gerade gesehen. Da ist noch was. Nee, das war ein Kudu. Kudu ist ja auch noch lange latscht. Na super. Oh, ich höre was. Weißschwanz-Gnu, 220 Meter bei mir auf Nordost-Ost. 75. Navi. Ja. Ja. Bin ich. Warte. So. So ungefähr in der Richtung. Ja. Markierung gesetzt. Ja. Ist relaxed. Wartet auf uns. Hoffe ich. Bohr mal. Die Springböcke. Hm. Was ist damit? Oder hast du wieder neue gesehen? Ach so. Den da hinten, den der da hinten. Richtung. Da ist ein großer Kudu jetzt rechts von uns. Ja. Wo deine Markierung ist. Genau. So, jetzt höre ich wieder nichts von dem Gnu hier. Was ist mal los? In welche Richtung bist du jetzt unterwegs? Ja, Richtung Kudu oder? Ich habe jetzt nur gerade geguckt, wenn er jetzt auch so ein bisschen weiter, weil der Wind, normalerweise jetzt genau auf Kudu und Springbock zeigt. Ja. Der donnert da jetzt genau hin. So. 160 Meter zeigt er mir jetzt noch an beim. Ich versuche mal, ihn im Blick zu bekommen. Ich habe ihn im Blick. Warte, ich setze gleich mal eine neue Markierung. Für deine Einer. Weil ich brauche das gar nicht erst probieren. 170 Meter. Steht auch gerade perfekt. Wo bist du? Ja, ich bin 230. Oh. Warzenschweine sind auch in der Nähe. Ja, nee, gehen wir jetzt an den Kollegen ran. Ich komme dahin. Nee, wegen der Planung, weißt du? Ich versuche mal, dass ich noch einen Ticken weiter rankomme. Falls er sich bewegt, versuche ich die Markierung nochmal zu aktualisieren. Ich mache sozusagen die Schutznähe heute hier. Räume ohne ihn. Ja. Okay, hat sich ein bisschen bewegt. Ja. Neue Markierung. Ist ein bisschen weiter nach rechts. Ja, ich muss so ein bisschen. Sieht aber sehr gut jetzt hier. So ein bisschen umgehen. Ein bisschen umgehen. Er ist jetzt gegenüber, ne? Also wir haben jetzt hier einmal den Fluss zwischen uns. Ich habe ihn jetzt auf 137 Meter entfernt. Ja, 150, aber Gebüsch vor mir. Ja, ich habe ihn jetzt eigentlich klar vor mir. Okay. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich schießen soll, weil ich glaube... Probier. Auf die Entfernung. Ja. Ich traue der Sache nicht, wegen der Waffe, weißt du, das ist... Probier es natürlich, wenn du das möchtest, dann... Ja.
Aber wie gesagt, ich garantiere davon nix. Das ist mir natürlich wieder aus dem Bild gehoppelt hier, der Junge. Weil ich die wieder die Dreckswaffe wechseln musste. Mist. Wo bist du hin, Freundchen? Wo bist du hin? Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn, fortzugehen und lässt mich stehen. Ich werde doch poetisch hier heute. Ich sehe ihn nicht mehr. Hast du Blickkontakt? Nee. Nee. Was ist denn jetzt passiert? Wir gerade waren ja alles so okay. So schnell kann der doch gar nicht weggehüpft sein. Jetzt sehe ich ihn. Er prischt durch die Gegend, nach rechts. Irgendwas hat er gesehen. Ich weiß nicht was, aber... Ich habe nochmal hinterher gesetzt. Ja. Ja. Dann schauen wir mal, wa? Also einen vom Zweien sollte ihn schon erlegt haben, hoffe ich doch mal. Sollte geklappt da. Oh, die Markierung war ziemlich genau, sehe ich hier gerade. Gut, der hat sich jetzt noch ein bisschen links-rechts bewegt, ne, ist klar, aber... Ah, ich sehe die Blutspur. Schau mal. Was sagt er? Also, ein Schuss also, von mir. Tödlich. Okay. Ja. Gucken wir mal. Da ist er lang. Immer am Wasser lang. Geht's denn weiter? Hallo? Ja. Das hatte ich auch schon mal heute mit einer Spur. Ein bisschen weiter. Ist er durchs Wasser gegangen? Da, ich seh's. Genau durch die Büsche natürlich, der kleine Sack. Gelacht. So, nachladen wäre auch mal eine Idee. So. Das war doch mal Teamwork hier. War ich dir. Alter, er. Hier! Hol die Angel raus. Das gibt's doch wohl, das gibt's doch gar nicht. Er packt die Badehose ein. So. Und was haben wir da? Also, linker Lungenflügel. Und ich habe ihn wahrscheinlich in den Hintern getroffen, oder? So, vier Sterne, Jagdsterne, Jagd, Trophäe 1. Also meinen Schuss müsstest du ja auch sehen können, ne? Ist nur einmal getroffen. Tatsache? Okay. Meinte, ich hätte ihm noch einen in den Poppes mitgegeben. Na ja, gut. So, hier ist Tränke vom Weißschwanzgnu. Was haben wir hier noch? Oh, hier ist ein langes Tränkegebiet. Großer Kudu. Lohnt sich mal hier lang zu stratzen. Schwarz und Schwarz. Weil, ich wollte gerade sagen, bunte Mischung hier, ne? Und ich sehe gerade hier schon wieder eine... 160, 180 Meter. Was vor uns ist was. Schwarz und Schwarz. Ja, alarmiert. Okay.
Ja, ich gebe doch einfach mal einen Schuss ab, ne? Weil die stand gerade so schön. Ich hoffe, ich habe auch so schön getroffen, wie sie gestanden ist. Das war zwar jetzt ein Hüftschuss, aber der muss auch mal sein. Deine Wasserleiche da geborgen hast. Das sah ich dir. Das fand ich jetzt geil. Das war jetzt eine richtig geile Nummer. So, rosa ist schon mal gut. Rosa ist schon mal gut. Aber da meine Munition da nicht so stark ist, läuft sie noch ein Stück. Das heißt, der Papa darf nochmal wieder spazieren gehen. Heute gibt's Schweinebraten. Ja, die hat aber nochmal Gas gegeben hier, du. Sag mal. Tch. Was, Warteschaden, glaube ich, war auch Stufe 5, ne? 5 oder 6 sogar. 5 oder 6 sogar. War auch schon 10. Ich guck mal kurz rein in die entkluppelte Didi. Stufe 5. Ne, ist 5er. Warzenschwein ist 5er. Also auf jeden Fall genau die richtige Waffe dafür. Aber leider nicht die optimale Munition. Deshalb dürfen wir jetzt noch ein bisschen spazieren gehen. Ja komm, jetzt leg dich mal ab, Mädchen. Hallo. Kann ja nicht wahr sein hier, oder? Da ist sie. Ich sehe sie schon. Sieht aus, als wenn sie sich nur mal abgelegt hat, ne? Ja. Ja. So beim Trüffelsuchen so, ne? So ein bisschen... So, lass uns mal gucken. Rechter Lungenflügel, linker Lungenflügel. Doch besser gekommen der Schuss, als ich dachte. Also dafür, dass er jetzt aus der Hüfte war, bin ich eigentlich relativ zufrieden. Durch beide Lungenflügel durch. 254, gut, ist nicht die Welt. Gut, aber ist aber auch gut, kein Riesentier. Ja, eben. Gudi. Meine Welt ist wieder in Ordnung, so ein bisschen. Bitte? Geld kriegst du hier äußerst spontan. Ja. Also hier weißt du, was du getan hast, wenn du einkaufen gehen darfst. So, wo ist er denn der Gute? Ach, da hinten. Na, was joggst du denn da hinten? Ecke hier neben. Deine Jungfräulichkeit oder was? Hast du schon wieder was erspäht hier? Nee, noch nicht. Sag mal, ich muss jetzt mal auf die Karte gucken. Wo dübeln wir eigentlich rum hier? Wir sind am Karten. Noch ein ja, Stück. Ich sehe es gerade, ja. Ein Stück. Ich höre was knacken. Weiter. Links von uns. Ja, das Schweinerotte. Ja. Das war der Club der toten Dichter, die machen sich Wacker. Ja. Das ist der Rest von der Rotte, die wir aufgeschreckt haben. Okay. Das war schon wieder. Wo bist denn du? Hallo? Da ist er! Er stratzt hier voran. Hast du ein Date? Nee. Du läufst aber so, als wenn du eins hättest. Du bist ja schon wieder am Anlegen. Was machst du da?
Hä? Kann ich auch mal das Fernglas mit schnappen? Ja, manchmal lohnt es sich auch mal so auf die Hügel zu gucken, ne? Das ist so. Ja, ja. Gerade hier diese ganzen Antilopengedöns hier mit den Kudus und so. Ja, nicht alles wird dir angezeigt, ne? Bitte? Nicht alles wird dir angezeigt. Manchmal stehen irgendwo Welche. Ja, ja. Und ja gut, du kriegst die Meldung ja sowieso nur, wenn sie sich bewegen, beziehungsweise laut von sich geben, ne? Also ich meine, das ist ja nicht per se als Meldung, wenn ein Tier da ist, ne? Das ist ja... normal. Ich bin ja froh, dass ich hier überhaupt heute was schieße, ne? Der Anfang war ja fürchterlich. Ja. Aber beim Warzenschwein hat man es gesehen. Da hatte ich dann die grüne oder graue Färbung, je nachdem, ne? Also da scheint die Durchschlagskraft gestimmt zu haben. Und dementsprechend ist das Ding auch gefallen, ne? Alter, wir stranzen uns hier einen Wolf über die Karte heute, du. Die Kartengrenze. Bitte? Kartengrenze. Haben wir die Kartengrenze erreicht? Ja. Okay. Also entweder gerade hier weiter. Ja, hier oben haben wir ja auch noch nicht alles, ne? Also wenn wir hier so ein bisschen halb links, ja genau, so wie du jetzt stehst, genau. Kartengrenze, ja, jetzt zeigt es mir auch schon gerade an, ja. Na gut, dann schlünzen wir so ein bisschen nach links. Noch weiter nach links. Okay. Decken wir den ganzen Bums mal auf hier. Kartengrenze ist immer total klasse. Wenn du in dem Moment... Erstmal leuchtet es auf und zweitens wickst du dich dann total lahmarschig. Ja. Ist nicht so toll. Ah, ein bisschen schwimmen, immer erfrischend. Da kennen wir ja von deinem ersten Stream. Gleich rein erstmal im Pool. Hallo. Rein erstmal im Pool. Ja. Ich musste das Quietschähnchen testen. Ganz wichtig. Diese Landschaft ist so geil. Landschaft ist so geil, ne? Ja, ich feiere das auch. Auch hier mit den Schmetterlingen so zwischendurch, ne? Oder anderen kleinen Viech, was hier durch die Gegend zwitscht. Ich meine, alle Karten waren bis jetzt wunderschön, ne? Muss man tun, wenn man nichts recht. Ja. Ja. Die haben sie schön Wie gesagt, also ich freue mich auch schon wieder auf Transsilvanien nochmal zur Abwechslung, ne? Ich werde jetzt auch mal zur Abwechslung mal wieder so ein, zwei Tage auch mal eine der drei älteren Karten spielen. Einfach um mal was anderes auch wieder zu sehen, aber na klar, Afrika ist natürlich schon ein Highlight. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, die anderen Karten sind auch wunderschön. Ich glaube, hier haben wir jetzt gleich eine super Aussicht. Ja. Aufs Wasser. Was ja nichts Schlechtes sein muss. Ich scanne mal hier das Ufer ab, ob hier irgendwas rumlungert. Ja. Tut's auch. Warzenschweine vor uns. Ruhig. Wo bist du? Hier neben dir. Hier neben dir. Okay. Ach, dann, ja, nee, ja, komm ja, runter. Ja, ja, ja. Die sind viel zu nah dran. Komm bloß runter da. Markierung gesetzt. Wachsen, jawohl. Ja.
den nächsten Schuss lasse ich dir. Nö, nö, mach du mal. Nö, nö, brauchst ein bisschen mehr Geld. Brauchst ein bisschen mehr Geld. Ja, aber ich habe weniger Durchschlagskraft. Wenn ich verreise, dann ist hier vorbei. Alles gut. Na gut. Alles gut. Ich muss jetzt nur mal gucken. Dachte schon Schwein jung, männlich. Ich bräuchte was Älteres. Ah, jetzt setzen sie ihren Hintern schon wieder in Bewegung, die kleinen Säcke hier. Da, jetzt kommen sie nach links. Es ist natürlich die Frage, wer ist hier was? Da kommt der erwachsene Männliche. Okay, ich sehe ihn. Ich sehe dich, mein Freund. Ah, jetzt muss ich schon wieder die Waffe wechseln, ne? Es ist wirklich eine Krankheit, ich sag's dir. Ich muss dringend umräumen hier. Kann sein, dass ich jetzt den Falschen erwischt habe, aber erwischt habe ich einen. Alter, guck mal, wie die ins Wasser pesen sind, ja. Die bescheuert. Ja. Da kannst du jetzt auch nochmal ansetzen. Hier, zwei laufen links bei mir genau vorbei. Leute. Da kannst du glatt auch noch einen abgreifen. Die kommen nicht aus dem Puschen. Guck mal, die im Wasser. Ja, der rennt hier an dir vorbei. Ja, ich hol dir einen, der im Wasser ist, Mensch. Das ist geschenkt. Oder ist der jetzt abgesoffen? Kannst du als Wasserleiche rausfischen? Junge, was ist hier heute los? So, jetzt wollen wir mal gucken, wo ich meinen Anschluss hatte. Getroffen hat er. Die waren aber mutig, ne? Mhm. Nicht, dass sie zur anderen Seite ausbrechen, an uns vorbei oder von uns weg. Nein. Natürlich nicht. Tier überlebt. Jetzt ohne Scheiß. Jetzt geht das wieder los. Hätte es mal noch einen nachgesetzt, Mensch. Hätte es wenigstens noch eine Sau mitnehmen können hier. Als hätte ich das auch geahnt gerade wieder. Ich hab's schon wieder geahnt. Ist ein bisschen positiv, positiver rangehen. Ja, natürlich. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt heute Abschüsse habe. Ich bin ja schon dankbar. Gut, ja, das eine zerschredderte Huhn hätte jetzt nicht Not getan. Na gut, na gut. Das waren ja nur noch Chicken McNuggets, wenn es hochkommt. Guck mal, noch nicht mal McDonald's wollte für die Reste noch was zahlen. Kannst du bei KFC, kannst du es probieren. Ja. Oh, jetzt sind wir wirklich hier. Wir kommen hier nicht durch, wegen der Kartengrenze. Ja. Ohne Scheiß. Wir müssen jetzt sehen, dass wir hier wieder rüberkommen irgendwie. Wollen wir eine Schwimmstunde machen? Nee, das wird wahrscheinlich richtig funktionieren. Nein, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Das heißt, wir dürfen ein bisschen joggen. Siehst du schon wieder an? Nee, ich gucke nur. Achso. Also schnell kommen wir hier nicht rüber, ne? Nee, das kannst du vergessen. Das ist schon ein großer See hier. Also hier haben wir jetzt einen größeren Spaziergang vor uns, glaube ich. Gut, vielleicht haben wir Glück und sehen noch irgendwo etwas, das am Tränken ist hier. Das fällt mir so aus. Nein, hier sehe ich jetzt gerade nichts.
Junge, Junge, das ist eine Strecke hier, du. Da müssten wir Kilometergeld für kriegen. Da vorne ist aber wenigstens ein Bedürfnisgebiet, immerhin etwas. Nicht ganz umsonst hier lang gelatscht sind hier. Nilgans! Ich höre sie auch schon. Sie ist sozusagen ganz nahe. Ich sehe die ganze Zeit die Koteletts vor mir hinlaufen, langsam kriege ich schon fast wieder Hunger, du. Die ganzen Schweineschinken hier, die vor uns her dackeln die ganze Zeit. Hier wäre schon mal ein Übergang. Auch da hinten. Auch da Warzenschweine. Hinten. Warzenschweine. Ich krieg wieder Hunger. Erschrocken. Schiede. Spät gesehen. Ja. Mal sehen, ob ich sie im Blick kriege. Die sind aber schnell weg hier, die Jungs. Ja, die rennen ganz schön. Die haben es eilig. Hast du gesehen, wie die an uns vorbeigeprescht sind? Die haben keinen Bock auf Teil 2. Glaube ich auch nicht. Also dem einen hat es auf jeden Fall den Hintern versemmelt, aber... Mal ganz kurz probieren, ob ich hier jetzt aus dem Stand hier in meinem Inventar die Waffen kurz wechseln kann. Tauschen kann? Nee. Immer im Wagen, ne? Im Wagen oder im Haus. Ja, im Wagen. Mist. Na gut. Dann ist es so. So, was haben wir jetzt hier? Dann die Stinger. Da die andere. So. Also mir macht es eigentlich ohne Story fast noch mehr Spaß. Ja, du hast halt... Weil nicht irgendwelche Vorgaben immer genau. berücksichtigt. Du musst nicht hinter irgendwas hinterherrennen. Ja, ja. Oh, das ist ein Bedürfnisgebiet, ne? Ja. Nilgans, natürlich. Und ist halt ganz witzig. Dass man auch einfach mal dazu frei durchrennen kann.
So, was haben wir denn hier? Recht ruhig hier auf der Ecke, oder? Sag mal, seit wann folge ich Elon Musk? Ich kriege immer seine verfickten Twitter-Mitteilungen hier. Ich bin ihm nie gefolgt. Ich möchte das nicht. Wenn mir ein Tesla schenken will, bitte gerne. Das ist automatisch. Automatisch. Ja, super. Das ist automatisch. Ich habe ihn damals gebannt. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das soll die auch dann machen. Dann kriegte ich von ihm auch keine Nachrichten, mehr. Das finde ich gut. Ich glaube, das werde ich auch in Erwägung ziehen. Oh, da vorne sind die Warzenschweine. Die sind immer noch erschrocken. Die haben, glaube ich, einen Dauerherzinfarkt bei uns bekommen. Ich sehe die noch nicht mal. Die sind so mit Vollspeed unterwegs. Die sind ja auch kaum größer. Ja, die haben die Nase voll. Kaum größer als die Grasnarbe. Ja. Was war das? Ich sehe nichts. Springbock 300 Meter. 300 Meter Richtung West-Nordwest. Ja, ich krieg's jetzt auch. Ja. So, wir haben den Wind von vorne. Wäre jetzt optimal, wenn er in der Richtung bleibt. Na, wo ist er denn jetzt? Der ist doch hundertprozentig am Wasserlauf weiter oben. Könnte ich mir doch fast so denken. Dass der jetzt auf der freien Plane hier rumläuft. Man hört wieder nichts von dem, ne? Nee, gar nichts. Kurz aufgetaucht und wieder weg. Was ist denn jetzt los? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Also entweder ist er jetzt hier vor mir, hinter der Kuppe, da ist ein weiteres Seegebiet. Oder er ist rechts von mir, bei dir, weiter den Flusslauf hoch. Sehen aktuell nicht. Ja, ich linse gerade durchs Glas hier, ob ich ihn eventuell irgendwo hier am Ufer sehe, mir gegenüber. Aber bis jetzt, warte mal, nee. Auch nicht.
Hier ist hier gerade nichts zu sehen. Ah, ich sehe dich. Okay, du bist parallel zu mir. Oder der hat schon wieder den Abgang gemacht hier, der flotte Hüpfer. Naja, ich muss ja noch ein bisschen kriechen hier für den nächsten Skill. Dann krieche ich doch mal für dich. Totenstille hier. Nee. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, aber bei mir ist hier nichts. Gar nichts. Still ruht der See, im wahrsten Sinne des Wortes. So, was nun, Herr Kollege? Sag mal, hattest du den einfach Uwe jetzt nochmal rausgenommen, weil ich krieg jetzt erst die Meldung. Hattest du den schon gelöscht? Hattest du den schon gelöscht oder was? Nee, ich hatte dir ja gesagt, du bist ja Mod. Nee, ich hab's gerade gemacht. Ich hab's gerade gemacht. Ach, hast gerade jetzt? Ich dachte, du hattest ihn schon auch so. Nee. Alles gut. Gerade mal den Chat kontrolliert. Ja. Sehr schön. Bei diesen Psycho. Ja, ich muss dir nachher mal, nach dem Stream, wenn ich noch ein paar Minütchen Zeit habe, so in mich gehe, den Tag Revue passieren lasse, mich mental auf die Woche vorbereite, dann werde ich mir den Kerl schon mal anschauen hier. Mach mal. Ja, ich bin hier mal für was Lustiges zu haben. Bleib nicht ruhig. Also hier ist jetzt nun wirklich nichts. Ich sehe jetzt gerade hier, ich gehe mal kurz dahin, weil ich habe hier gerade so ein Fragezeichen entdeckt. Ja, alles klar. Das werde ich mir mal gönnen hier. 160 Meter, das ist ja jetzt nicht so weit. Ist klar, da hinten sind die Springböcke. Ja, du kannst dich schon mal um die Springböcke kümmern, ich kümmere mich hier um das Fragezeichen. Wir sind 200. Ich sehe dich ja auf der Karte gleich. Dann schließe ich zu dir auf. Bin jetzt gleich nur noch 50 Meter entfernt. Dann nehme ich das mit auf hier. Ah, wir haben hier ein Lager, mein Kollege. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das kommt sehr gelegen. Hier ist kein Lager. Doch. Ist ein Dorf. Was ist denn das? Dorf. Ach, ein Dorf. Ja, hier ist jemand zu Hause. Hallo? Ist auch nur. Ja. So ein bisschen just for fun. Touristenfalle hier, ne? Ja, super. Genau. Dafür laufe ich mir hier einen Wolf. Na gut. Dann komme ich mal wieder in deine Richtung hier. Da wartet. Der Löwe. Bitte was? Da wartet der Löwe in einer von der Buben. Ist klar. So, was machst du da, dein morgendliches Joggingprogramm? Boah, ich liebe das Rennen in den Games. Naja, also... Da fühlt man sich so fit. Ja, nee, ist klar. Man denkt so an alte Zeiten zurück, ne? Ja, ich verstehe. Als sie noch jung und dynamisch waren. Heute sind wir nur noch rund, ist klar.
Katze auch nicht, Katze auch nicht. Aber du läufst sie ja auch im Wolf hin und her. Was machst du da bitte? Kommst du hier nirgends? Kommst du hier nirgends? Sind hier wirklich am Arsch der Welt? Am Arsch der Welt, ne? Ja, am Arsch der Heide. Deshalb würde ich tatsächlich mal vorschlagen, lass uns doch, damit wir hier noch ein bisschen kreativer als hier nur im Kreislauf sind, irgendwie zu einem der Lager oder zum Mensen, wie auch immer. Weißt du, dass wir hier, weil ich, guck mal hier zum Beispiel, das ganz ist oben. Eine Gegend, ganz ne, da oben. Haben wir ja, ja. Dann lass uns da doch schnell hinspringen zum Lager, weil da haben wir erstmal, wir haben einen Anstand da, wir haben eine schöne, gute Mischung an Wild, was hier durch die Gegend brezelt. Ich meine, wo wir gerade hier sind, ich könnte natürlich, wenn du willst, die Uhrzeit auch nochmal umstellen. Weil jetzt sind wir ja auch schon bei 17 Uhr. Ja, dann können wir doch, mal auf morgens machen, Eben. 6, 7 rum oder ja. Wie ist genehm der Herr? Das ist in Ordnung, Schon, ne? Sagen wir mal 7 Uhr hier. So. Bäm, siehst du, da haben wir doch schon gleich hier das dann auch schon mal gemanagt. Oh, mit Countdown hier. Okay. Mhm. Klar. Man verändert ja für beide jetzt die Zeit. Ja, oder gut, ist klar. Ja, wir müssen mal eine Pausenmusik einspielen können. Ja. So Jeopardy. Ja. Ja, komm hier. 20 Sekunden, gib Gas. Schönes Pausenbild. Hey, ich dachte gewusst, hätte ich mir noch ein Tier aufgesetzt hier. Jung. So, vier. So, jetzt. Bye. Jetzt geht's gleich los. Na? Moment, wieso sind wir bei der Lodge? Ich bin bei der Lodge. Ich hatte doch, Moment, stopp mal. Also wenn du jetzt mal auf deinen Bildschirm guckst, wir haben doch hier oben, oder ja, nicht? Ja. Bin aber auch gerade jetzt im Ladebildschirm. Hast du auch den Lagerplatz hier oben genommen? Ja. Ja, ich bin jetzt auch Lodge. Jetzt gönnen wir uns mal, weil dann lade ich dich mal auf eine nette Jeepfahrt ein. Wenn er nicht will, dann fahren wir eben. Wozu haben wir die Kiste? Ja. Ist er weg. Ja, nee, du sollst bei mir einsteigen, du Vogel. Nee, du bist weg. Nee, du bist weg. Was? Moment. Ich bin hier. Hallo? Hier bin ich. Ja, nee. Aber ja. Das Auto ist in dem Moment, wo du eingestiegen bist, ist es verschwunden. Achso, du kannst nicht mit mir mitfahren? Oder was? Warte mal. Ja. Nee, ich sehe dein Auto nicht. Also in dem Moment, wo ich einsteige, ist bei dir Pumpe. So, ich schmeiß mal bei mir Radio ein hier. Ausnahmsweise. Ah, entspannt. Ach, gut gekühlt. Mal einen anderen Sender hier. Ich stehe aber so auf die Classics hier, ne? Das ist so. Alter, hast du mich jetzt gerade zur Seite geschubst? Ist es dein Ernst? Ich sehe dich nicht. Sag mal, das ist mein Handicap. Du hast mich gerade weggekickt. Ja, ich sehe dich aber nicht. Du Sonntagsfahrer. Ich glaube, es hackt. Glaub nicht. Hier tut mir das Wild vor dem Auto rum. Er kann immer nicht ausdenken. Hier wieder. So, ich muss mal ganz kurz. Ich halte mal ganz kurz. Ich will nur meine Markierung mal kurz neu setzen hier. Wieso qualmt eigentlich mein Wagen? Was ist denn hier los? Haben wir eine Panne oder was ist hier los? Na, qualmt auch.
Was ist denn hier los? So, weiter geht's. Jetzt bist du wieder vor mir. Das ist witzig, aber ich sehe dich. Ja, ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Ja, jetzt bin ich auch hinter dir. Jetzt sowieso nicht. Nee, ich sehe dich nicht. Ich kann dich nicht sehen. Ich kann dich nicht sehen. Ich sehe, dass du hier wie ein Henker fährst. Du bist jetzt genau vor mir. Wenn du auf deinen Bildschirm guckst, siehst du dich. Ja, ja. Ja, ja. Das ist ja witzig. Aber ich kann dich nicht sehen. Ich kann dich nicht sehen. Komisch. Nee, du bist... Nee, du bist... Ich bin weg. Spurlos verschwunden. Spurlos verschwunden. Wenn ich fahre, bin ich völlig weg. Ja. Ja. Da fahre ich hinter dir her. Ist ja auch mal ein schönes Bild. Ja. Ja. Schon. Lichtpuppe hier. Hätten noch Blinker und so noch einführen können. Ja gut, in der afrikanischen Savanne ist mir der ziemlich herzlich egal. Ich glaube den Anwohnern da auch. Aber ist doch schon ein bisschen eine Strecke, ne? So 2 Kilometer sind es noch. Ja. Sehe ich gerade. Aber man sieht mal ein bisschen was von allein. Ne, Moment, bist du jetzt gerade richtig abgebogen? Warte mal. Nee, ich fahr rechts. Nee, nix. Ja, ich komme da auch hin. Komme da auch hin. Ja, einer von links, einer von rechts. Wir kreisen die Tiere ein. Richtig. Wenn ich erschossen werde, wird überfahren. Ganz einfach. Das ging eine Zeit lang, glaube ich, ne? In der Anfangszeit. Geht immer noch. Rotkill. Rotkill. Nee, nee. Rotkill. Nee, nee. Gibt's aber immer noch. Okay. Ja, gut. Keine Punkte, aber immer was zu essen, ne? Ja. Kannst aus dem Kühlergrill poolen, ist noch warm. Das fehlt, aber wenn man so mit dem Jeep unterwegs ist, merkt man erst, wie groß die Karte ist, ne? Ja. Das ist ja. Haben einige gesagt, auch die ist ja recht klein. Die ist ja recht klein. Ja, ja. Aber wenn du zu Fuß unterwegs bist, bist du ganz schön am Laufen. Aber hallo. Kannst du schon ganz schön rennen. Ja, stell mal vor, wir wären die ganze Strecke jetzt gelatscht. Also das wäre Katastrophe gewesen. So langsam gefällt es mir auch tatsächlich in der Ego-Perspektive hier mitzufahren. Ich fand die noch so ein bisschen kantig am Anfang, die Steuerung. Jetzt geht es eigentlich ganz gut. Weil ich finde, das macht ganz Spaß, hier in der Ego-Perspektive mit dem Jeep zu fahren. Ja, wie gesagt, merkt bei diesem Spiel ganz deutlich, wenn du die Grundversion kennst, Ja. Und jetzt siehst, also jetzt was sie alles gemacht haben. So, das sollte das Camp sein. Ja, aber. Erster. Auch gleich da. So, dann kübeln wir aus hier. Wieso qualmst du so? Müsste ich dir ja gleich sehen, wenn du ankommst hier. Jo! Jetzt dürftest du meinen Wagen aber auch wieder sehen, ne? Nee. Auch nicht? Das war komisch. Weil ich sehe dich. Ich sehe, wie ja, du mit dem Gewagen kommst, wie du aussteigst. Du bist eingestiegen, in den Wagen. Kloppt, war er weg. Ja, warum nicht? Okay. So, also wenn wir hier halb rechts hochgehen, haben wir eine wunderschöne gemischte Anlage mit gemischten Tieren und, wenn wir wollen, auch noch einen Hochstand. Ne? Also, das siehst du hier ja auf der Karte, ne?
Egal, ob wir nach links oder geradeaus jetzt hier weitergehen, alles wunderbar bunt gemischt. Der Posten hier, der hat mir gefehlt. Siehste, gut, dass wir hingefahren sind. Oh, hast gehört? Wir werden schon gerufen. Weißschwanzgnu, 220 Meter halb links. Kommt von vorn. Geht gut los hier. Bitte? Kommt von vorn. Passt von vorn. Ja. Meine Rede. Musa Kulu. Da auch noch. Der interessiert mich nicht. Ich mach schon mal den Lockinger hier. Ja, wir haben wieder Glück mit den Büschen hier, ne? Ja, ja. Ist schon der nächste. Geht genauso weiter. Bitte? Der nächste, der nächste. Wie, nächste Busch meinst du, oder was? Nee, hier. Zack. Markiert. Ach so, hier. Hast du eine Markierung gesetzt? 600 Meter? 70. 70? 70 Meter vor mir. Nur 60. Du bist ja hinter mir. Hinter diesen Kaffernbüffel übrigens. Ja, steht da auf freier Pläne. Freier Pläne. Ich sehe niemanden. Warte mal. Deine Markierung. Ja, ist weg. Toll. Ist weg. Männlich ein Stern war es. Ja, scheiße. Das wäre was gewesen, ne? Wachsen. Da auch noch. Bitte was? Ich habe nur Bruchteil gehört. Da nur hinter dem Baum. Großer Kudu. Ich sehe ihn. Oh, ich sehe ihn sehr gut sogar. 50 Meter. Das sind alles Jungtiere. Nee, der ist alt und erwachsen. Ja, Moment, lass mich erstmal durch. Jung. Ich muss ja davon ausgehen, was ich sehe, was ich im Schussfeld auch habe. Männlich, jung. Jung, weiblich. Jung, männlich. Männlich, jung. Ich sehe den Alten nicht. Der ist nicht in meinem Blickfeld, leider. Achso, nee, du bist ganz woanders. Nee, du bist ganz woanders. Alles gut. Ja, wir reden auch völlig andere Sprache, glaube ich. nicht irre machen. Wollte schon sagen. Da so viele Tiere, ich sehe nur einen. Schauen wir mal. Das sah komisch aus. Das sah jetzt gerade komisch aus. Hä? Zwei Schuss, null Treffer, wurde mich verkaulen?
zwei Tiere konnte ich anvisieren und anschießen. Ich sehe, da sehe ich eine Blutspur. Ist doch weiter entfernt gewesen, als ich dachte. Na, schauen wir mal. Das ist nicht der Anschuss. Das ist der Anschuss. Tier überlebt. Im Ernst. Tier überlebt. Beides nur Anschüsse. Kannst du nicht ausdenken. So, was mit dem zweiten hier? Ach so, das ist die Folgespur. Nee. Und jetzt ohne Scheiß, das war 100, 120 Meter entfernt. Der hätte sitzen müssen, wenigstens einer. Merkwürdig. Die standen beide Parade, weißt du? Ja. Ja. Und dann wirklich auch so dicht. Also wirklich, da war ich jetzt wirklich auf safe, dass die Viecher sich gelegt haben, aber beide. Beide Anschüsse. Nix. Das macht mich jetzt schon so ein bisschen mad. Aber immerhin, da ist ein Bedürfnisgebiet. Damit ich nicht umsonst durch die Gegend geturnt bin hier. Da haben wir sogar schon. Großer Kuh gibt es das Gebiet. Ah, Ködel nehme ich auch immer gern mit. Dankeschön. So, Kollege, wo treibst du dich rum? Hallo? Bin hinter dir. Bin hinter dir. Alter, musst du mich so erschrecken? Ich bin ein alter Mensch. Wenn du so weitermachst, brauchst du mich gar nicht erschießen, da kippe ich mit dem Herzinfarkt um. Oh, vor uns. Weißschwanz muss mal wieder. 260 Meter. Also der rechte würde sich eher anbieten, ne? Wegen dem Wind. Euch mal hinter dir her. Kaffernbüffel. Kaffernbüffel. Was? Wo siehst du Kaffern? Ach da. Ah, die sind ja noch weiter entfernt. Laufen da ganz oben. 280, 300. Ja, ja. Gut, also da brauche ich überhaupt nicht mitmischen. Die sind sowieso bei mir passé. Da gehe ich eher hinter die Entdeckung. Legen sich dahin. Guck mal, 12 Uhr in die Richtung, wo ich zeige. Schnell. Ja, ja. Siehst du sie? Ja, ja. Weil die sind jetzt auf zwei, warte mal, wie viel sind das? 300 Meter ran gekommen. Also du könntest sie eventuell legen. Aber. Das sind die Dings, ne? Das sind die Dings. Kaffern. Ich geh die mal an. Warte. Was fährt das mal? Ja. Ein großer steht hier. Der ist aber jung. Der schwarze hier vorne, der ist jung. Das ist nicht so doll. Die anderen kann ich noch nicht identifizieren. Hier, warte mal, da ist ein weiblicher Jung. Erwachsen, weiblich. Aber die sind alle weiter. Die sind alle weiter hin. Ja, also er steht jetzt hier auf 250 Meter. Der vordere. Ist markiert. Das ist jetzt der vordere. Dahinter tackern jetzt zwei hellere in weiterer Entfernung. Da kommt noch einer jetzt hier im Hintergrund. Erwachsen, weiblich. Was ist im Moment? Da noch einer. Jung. Weiblich. Jung. Auch beides weiblich. Jung, männlich. Der große hier, der Ballermann, der helle. Wachsen, Weib.
Wann laufen sie jetzt? Also, ja, spazieren ist das Beste, ist ja das bessere Wort hier. Ein Erwachsener. Bitte? Ein Erwachsener. Ja. Oh, ich habe gerade einen erwachsenen Männlichen gesehen. Warte mal. Ja. Ja. Da. Ich werde mal was versuchen. Gott steh mir bei. Und dir, wenn du hinter mir stehst. Ich sehe nämlich einen, der kommt auf mich zu. Du kannst dir gerne Gesellschaft leisten. Das wäre vielleicht eine gute Idee sogar. Kommst du? Alter, direkt vor mir umgekippt. Hast du das gesehen? Ja. Alter, was war... Alter, kann mir da bitte jemand einen Cut von machen? Das ist ja wohl der Hammer. Junge. Also das war ja jetzt... Kollege. Jetzt habe ich aber gerade ein bisschen Pumpe bekommen, du. Wo ist eigentlich der zweite lang? Hast du gesehen, wo der zweite hin ist? Sind ja zwei losgelaufen. Hallo? Nee. Hast du nicht gesehen? Nee. Das finde ich unheimlich. Nicht deshalb von hinten auf einmal. Tipp, hallo? Das wäre nicht so gut. Nee. Oh mein Gott, ich habe einen Kaffernbüffel erschossen. Ja, aber auch nur, weil mir direkt gegenüber stand. Weißt du, wirklich auf den dritten Schuss schon Auge in Auge, weißt du? Junge, hier machst du was mit. Aber immerhin, ein Kaffernbüffel. So, ich sehe, du philosophierst gerade. Ja, ich mache gerade deinen Clip. Das war ein Witz, du musst jetzt keinen Clip machen. Doch. Clip wird erstellt. Junge. Das war ein Gag. Ja, alles gut. Ja, wenn du da gerade machst, dann setze ich mir schnell ein Tee was auf hier. Alles gut. So. Alles gut. Arbeitet gerade dran. Wie beim Drachen. Rendern hochladen. Ganz wichtig. So. Schnell den Tee rauszupfen hier und dann geht es gleich fürchterlich weiter. So. So, Herr Doktor, ich wäre wieder soweit, wenn Sie soweit sind. So, bist du ja eigentlich gemacht, haben. Ja, ich sehe es jetzt sowieso nicht, weil... Alles gut. Rollstream drin hier. Oh, wunderbar. 37 Grad morgen wieder bei uns. Läuft. Oh. Ja. Ein weiterer kühler, frischer Tag bei uns. Ja, haben wir doch wieder mal eine Highlight-Szene hier. Ja, auf jeden Fall.
Ich hab's irgendwie mit den Kaffernbüffeln, ne? Ja, ja. Die mit mir irgendwie. Ja, ja. Ich kann jetzt, glaube ich, demnächst jetzt mal so ein Kaffernbüffeln-Best-of machen. So mit Bodycount, weißt du? 2:1 für Peru. Ich meine, die haben mich ja auch schon mehr als einmal lang gemacht, die Jungs, ne? Das ist meinst du, früher, ganz vor Anfang, ganz vor Anfang. Ja, oh Gott, ja, schrecklich. Wenn du da so nachts, bei Call of the Wild, dann standen die auf einmal vor dir. Ja, das sind Momente, die wünschst du dir nicht. Ich bin ja schon froh, dass ich ihn mit meiner Wumse überhaupt irgendwie platt gemacht habe, hier den Kollegen. Ich musste ihm zwar dazu tief in die Augen schauen, aber notfalls geht das auch. So, gucken wir mal durchs Fernglas, ob hier irgendwas rumturnt hier. Bei unserem Glück wahrscheinlich hinter der Hügelkuppe dann, ne? Jetzt haben wir nämlich genauso eine durchgehende Hügelkuppe vor uns. Lass mal auf die Karte gucken. Achso, die Markierung kann ich auch schon mal wegmachen. So, zack. Du hast da... Achso, du hast auch noch eine Markierung gesetzt. Okay. Gut. Wieso veröffentlicht er das nicht? Haben wir technische Probleme? Irgendwie. Ich hab gerade mal geguckt, aber... Ah, jetzt bin ich wieder. Eben habe ich mich tatsächlich nicht auf der Karte gesehen, ne? Unglaublich. Ich würde fast vorschlagen, weil wir stoßen da hinter dem Hügel schon fast wieder an die Kartengrenze, wenn wir jetzt uns weiter rechts halten, also am Weg lang, weißt du, guck mal hier, wenn wir hier weiter hochgehen, hier haben wir das komplette Paket, ne? Und im Zweifelsfall hätten wir dann hier oben nochmal ein Lager. Die Graslandhütte. Würde ich vorschlagen. So, während du dich dann noch ordnest, mein Teewasser kocht. So. Ist gut, ist gut. Wunderbar, weiter geht's. Ist das so richtig jetzt? Ja. Oder bin ich jetzt total blöd? Warte mal. Leichte Orientierungsprobleme, so jetzt hier lang. Oh. Hast du es gehört? Ja. Ja. Ich sehe aber jetzt gerade keine Anzeige. Na gut, gehen wir jetzt mal weiter. Wer was will, wird sich schon melden. Weißt du, was mir jetzt fehlt mir gerade was ein, was mir jetzt fehlt, was bei Call of the Wild dabei ist. Kennst du auch dieses wunderbare, fast schon gruselige Geräusch von der Stampede? Ja, Call of the Wild. Das fehlt mir ein bisschen. Vielleicht kommt's noch, aber das gehört irgendwie dazu, gerade wenn du diese Kaffernbüffelherde, da muss der Boden beben, ja? Aber, die sind so weggelaufen. Und die haben also richtig die Erde aufgewirbelt. Ne? Also du hast also richtig Staubbildung gehabt. Ja, ja, das meine ich. Und das wäre natürlich eine Idee hier nochmal, ne? Oh, hier. Was? Was ist denn? Da oben, eine ganze Erde. Kudos. Aber die sind schon erschrocken, die sind schon auf Sprintmodus umgestellt. Jetzt sehe ich sie auch. Ja, da laufen sie. So, für unsere lieben Stream-Zuschauer, da sind sie. Da preschen sie lang. Und unser Dorfklavier übrigens auch. Schöne Deckung. Bitte? Schöne Deckung mit Stahlhelm auf. Ja klar, Stahlhelm ist richtig, klar.
Katze, was haben wir denn hier für Spuren? Kafernbüffelspuren. Hm. Ich glaube, wir haben ein baldiges Wiedersehen mit den Kollegen hier. Das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein. Die dürften jetzt nach meinem Auftritt auch ein bisschen angepisst sein, wahrscheinlich. Aber macht dir nichts, wenn das mit dem Clip nicht geklappt hat. Ich schieb das ja eher auf YouTube, da mache ich da einen Short. Ja. Ja. Oh. Hat er irgendwie nicht genommen. Hat er irgendwie nicht genommen. Hier, 120 Meter vor mir. Oh. Kafernbüffel-Time. Sprach's. Ja. Und sie stehen vor. Da. Stehen vor. Da. Markierung ist gesetzt. So, der nächste ist dir. Hast du die Markierung? Ja. Ja. Okay. Mir reicht ein tiefer Blick in die Augen eines Kafernbüffels für heute. Ich sichere da gerne ab. Wo bist du denn eigentlich? Bin hinter dir. Bin hinter dir. Oh, ganz schön weit. Ja, ja. Ja, ja. Komm mal ran hier. Da sind sie. Ich sehe sie. 120 Meter von mir. Von meiner Position. Na komm. Ja, ja. Ja, ja. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Bin ein alter Mann. Bin ein alter Mann. Ich hab dir gesagt, du sollst nicht Blumen pflücken. Wir sind zur Jagd hier. Blumen pressen kannst du heute Abend. Die haben sich auch schon wieder bewegt, oder? Nee, noch stehen sie da. Warte, aber sie sind weitergegangen. Warte mal. Mal sehen, ob ich es genauer kriege hier. Mist. Die hätten jetzt so gut gestanden gerade. Die haben wirklich drum gebettelt. Um den Abschuss. So richtig schön im Poppes und alles ins Bild gehalten. Da sind sie wieder. Jetzt haben wir den Sichtkontakt verloren. Das ist schlecht. ...120 Meter, den müsst ihr doch sehen, den Kollegen. Ist ja nicht gerade ein Schoßtier. Kubikmeterweise Büsche, meterweise Büsche von mir. Sind die hinter dieser Buschreihe. Das ist auf jeden Fall ein Fressgebiet. Auf jeden Fall ein Fressgebiet. Okay. Hier müsste einer sein in meine Richtung. Warte mal. Natürlich verdeckt. Selbstverständlich. Was auch sonst. Junge, jetzt im Ernst, Freund, mach doch nicht so eine Scheiße mit mir. Die sind hinter den Büschen, die sind da. Hinter den Büschen da. Dunkel habe ich. Sehe es aber nicht, sehe es aber nicht. Doch da. Das ist Jung.
Ja, ich habe eine ungefähre Markierung wieder gesetzt. Erwachsen weiblich, erwachsen weiblich. Die bewegen sich aufs Wasser zu, glaube ich. Ja, die gehen an die Wasserstelle. Guck mal auf die Karte. Das eine Alte guckt in deine Richtung. Jetzt dreht sich's um. Das eine weibliche alte Tier guckt in deine Richtung. Ja gut, ich sehe aber das alte weibliche Tier jetzt nicht, weil ich sehe gar nichts. Würde mich wundern, wenn sie mich sieht. Ich versuche jetzt mal den Umweg hier von außen rum, dass ich dir eine neue aktuelle Markierung geben kann. Viele Büsche bitte noch. Wie es mir dachte, die bewegen sich zum Wasser. Also da könntest du jetzt gleich Glück haben, dass die wie zur Parade aufgereiht am Wasser stehen. Wenn du Glück hast. Dann Feuerunterstützung, falls es sich jemand nochmal überlegen sollte und dich besuchen will. Okay. Der ist alarmiert. Deutlich der ist zu einer alarmiert. Kollege. Nee, der ist ruhig. Nee, der eine ist jetzt also alarmiert. Bei mir der ist jetzt alarmiert. Rechts. Ja. Aber in der Mitte die Tiere sind ruhig. Weil die anderen Tiere sind ja links davon. Oder waren sie eben? Bis vor ein paar Sekunden. Gut, dann bewege ich mich mal kurz nicht. Ruhig. Also das Weibchen hier vor mir ist ruhig. Grunzt fröhlich vor sich hin. Und freut sich. Oder hast du den Kollegen nervös gemacht hier? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich. Witzig, eigentlich. Weil das andere Tier ist ruhig. Okay, jetzt haben wir ein zweites Tier, das alarmiert ist. Auf 140, 160 Meter. Ach komm, was ist denn das hier? Ich versuche gerade die zu finden, dass ich eine neue Markierung setzen kann hier. Ich habe komplett die Bäume da. Ja, ich auch. Ich versuche jetzt gerade, mich dran vorbeizuschleichen. Können die Enten mal die Schnauze halten? Und die Gänse hier? Ist ja widerlich. Ich kann so nicht arbeiten. Okay, jetzt habe ich so ein bisschen Blick schon aufs Ufer. Aber ich sehe die Tiere nicht. Also wenn, dann sind sie weiter nach rechts zu dir gegangen. Also hier sehe ich jetzt aktuell kein Tier. Ah ja, die sind dahin. Ah ja, aber ich höre eins. Moment. Stehen auf der... Stehen auf Landzunge. Der ich sehe sie. Landzunge. Ich sehe sie. Markierung gesetzt. Junger männlicher voraus. Ja. Ja. Danach kommen zwei junge Weibchen. Ja. Ja. Die müssen aber direkt auf dich zutackern jetzt. Das alte Weibchen ist ganz hinten. Ich sehe ein weibliches Junges, zwei weibliche Junge. Und dann noch weiter. Dann noch weiter. Ja, ja, ich sehe sie. Sie läuft in die andere Richtung. Sie läuft in meine Richtung.
Wieso läuft sie woanders lang? 210 Meter. Ja, willst du die Madame jetzt zur Brust nehmen oder nicht? Ja, aktuell erstmal nicht. Aktuell erstmal nicht. Okay. Scheißposition ist. Ja, bei mir wäre sie eigentlich in einer guten Position, aber die Entfernung mit meiner Munition, ich glaube, die lege ich nicht flach. Ja. Ja. Der Junge, der guckt mich an. Ja, da lass ihn gucken. Ich markiere dir die alte nochmal weiter, dass du den aktuellen Standpunkt immer hast. Oh, die würde jetzt so gut stehen. Ja, aber ich habe die Bäume dazwischen. Ja, komm ran hier. Also ich bin hier laufend am Korrigieren. Sie ist in Bewegung, ne? Also sie bewegt sich jetzt auch langsam auf die Landzunge zu. Ja. Oh, da läuft jemand. Da läuft jemand weg. Ein junges Weibchen ist nach links ausgebrochen, geht jetzt zur Herde zurück. Was war da los? Jetzt rennen sie alle weg. Was ist passiert? Ich habe mich nicht bewegt. Ja. Ja. Was ist passiert? Ja, wahrscheinlich haben die mich gesehen. Ah, schade, die alte war so gut, die stand so gut. Ja, ja ist doch. Ja, ist doch alleine. Nächstes Mal. Schade, Mensch. Echt schade. Hier, kannst du die Gans stattdessen holen? Ja, ich hole mir die Gans. Hol mir die Gans. Dann bist du ganz zufrieden. Oh, geh mir die auf den Piss, diese... Gänse, ne? Aus Prinzip müsste ich die schon abknallen. Einfach aus Prinzip, weißt du? Weil sie mir auf den Sack gehen. Schade. Ich wollte es mal versuchen. Versuch war es wert. Einfach mal so aus Prinzip. Just for fun. Mal die Hausordnung vertiefen hier, ne? Vor allen Dingen, diese kleinen Pisser verraten dich ja auch, wenn sie aufhören. Ne? Das ist. Kommt ja noch oben. Einfach drauf, abschießen, das Volk. Ja. Kommt ja noch oben drauf. So, dann gucke ich mir mal schnell die Gebiete hier an, falls ich sie noch nicht habe. So, hier haben wir ja natürlich die Gnu-Spuren. Gnus haben wir hier auch. Ich sehe bloß keine. Also die, davon hätte ich jetzt mehr erwartet als die Büffel. Die sehen wir öfter als die Gnus, habe ich das Gefühl mittlerweile. Mhm. Mhm. Unfucking fassbar. Udo. Kudu-Tränke. Kudu oder Voodoo? Voodoo-Tränke geht auch. Mit frischem Blut gefüllt. Ja, also hier hinten der Bereich ist eigentlich, finde ich, ein schönes Jagdgebiet. Mhm. Gerade weil du hier so eine Vielfalt hast. Ist eigentlich fast alles am Start hier. Ja, Warzenschweine waren da. Ja. Die allgegenwärtigen Kudus.
Bar zu fahren, trinke. Bar zu fahren, trinke. Gerade aufgenommen hier. Ja, die saufen hier viel, die Kollegen. Ja, ja. Gut, wenn wir da jetzt letzten Tag da in der Sonne umherstehen würden, ja, schwarzem Fell, dann schwarzen würden wir das, Fell, auch, dann machen. Würden ja, wir das auch machen. Also ich mache das generell eigentlich hier auch täglich, so ist es nicht. Ich entwässere hier auch jeden Tag, so ist es nicht. Bin ja froh, dass es nur noch 37 Grad sind. Hatten wir schon höher dieses Jahr. 37, das ist schon heftig. Ja, also als ich vor 3 Jahren knapp hierher gezogen sind, das war eigentlich der heftigste Sommer. Da hatten wir in der Spitze, ja, lass mich nicht lügen, waren 45 Grad. Oh Gott. Das war so richtig, das war schon Boiling, ne? Das war schon nicht mehr schwitzen, das war Kochen, ne? Das war... Bei 36 Grad machen wir hitzefrei. Ja. Also dementsprechend lange Schulferien hast du hier gerade im Sommer, ne? Wir sprechen über Monate, ja, das ist... Nee, da macht meine Firma zu. Bitte? Wo bist denn du hin? Ich bin hier. Ich wollte gerade mal einen Tee zuckern, ist der Kerl schon wieder weg. Ja. Ja, nee, also hier die Schulferien sind natürlich exorbitant lang, wegen der langen Hitzeperiode im Sommer, ne? Ja, gut. Aber mit hitzefrei hier bei Arbeit kannst du lang warten, ne? Ja, vielleicht, wenn die Klimaanlage ausfällt, dann vielleicht. Ja, das, wie gesagt, bei uns ja. Ist auch die erste Firma, wo ich das habe, ne? Okay. Dass sie also sagen, so 36 Grad, 36 Grad. Ja. Dann bis Mittag und dann ist Schicht. Läuft. Also im Sommer schlafe ich tatsächlich echt über dem Bett, ne? Also nix Decke oder irgend sowas. Kannst du ja auch gar nicht. Also im Winter brauchst du hier schon mal ab und zu Deckchen, ne? Das ist so. Aber hier jetzt... wenn der Frühling losgeht, Sommer, kannst vergessen. Sonst liegst du so in deiner eigenen Suhle, weißt du? Ja. Gehst ins Bett und wachst im Swimmingpool auf, weißt du? Ja. Na gut, das ist... Aber ich würde es trotzdem gegen nichts mehr eintauschen, ich sag's dir. Nein, ne? Lieber so als andersrum, ne? Ja gut. Also für mich wäre es jetzt nicht direkt was. Weil so ab 32 Grad, da hört es dann auf. Okay. Ja, man gewöhnt sich auch dran, ich meine, so ist es. Ne? Aber. Gut, ist ja auch noch eine andere. Du gewöhnst dich von allein dran. Du akklimatisierst dich da relativ schnell. Gut, du isst auch anders dann, ne? Das hat auch schon alles Einfluss drauf, ne? Ja. Ist halt auch, also ich habe hier tatsächlich halt hier meine Siesta auch eingeführt, wenn ich jetzt ein Wochenende habe, ne, habe ich so meine Siesta-Stunde oder zwei. Ja. Ja. So die Mittagshitze verpennen, weißt du? Ja. Wenn ich dann weil ich mit dem Wetterbericht in Deutschland höre, nee, lass mal, ist schon okay so. Ja, alles gut. Gut. Ja, oh, gut. Da vorne ist was. Ja. Gnu. 160. Doch, Hund. Ja, natürlich, hinter dem Hügel. Mhm. Natürlich. Du brauchst gar nicht in Deckung gehen, da sieht dich keiner. Du hast einen Hügel vor dir. Aber jetzt dürfen wir gleich in Deckung gehen.
Wie steht der Wind? Oh, wir haben den. Wir haben den voll im Rücken. Wir haben den voll im Rücken. Also Zeitlupenbewegung. Also bis zum Hügel auf jeden Fall geht's noch, aber dann müssen wir wirklich Zeitlupe machen hier. Gerade eben, dass wir mit den Augen rüberlinsen, weißt du? Das ist ein Weibchen. Aber wo ein Weibchen ist, ist auch, kann auch ein Männchen sein. Kann auch ein Männchen sein. Und wenn wir Glück haben, ein altes. Ich frage mich, wann ich mal mein verficktes schwarzes Gnu in der Story erwische. Ich glaube, ich mache mit der Story erst weiter, wenn ich meine Bewaffnung aktualisiert habe, ja, hier und meine Munition. Ja. Ich glaube, vorher macht das gar keinen Sinn. So viele Gnus, wie ich schon angeschossen habe, das ist an denen abgeprallt, weißt du, so. Wie bei Superman so. Nimmst du in die Hufe, guckt sich's an. Aha, war das alles? Kommt durchs Fell gar nicht durch. Durchs Fell gar nicht durch. Ja, ja. Jetzt sehe ich schon mehr, ich sehe jetzt hier noch ein zweites Tier. Auch weiblich. Eins ist 240, eins ist 100 Meter entfernt. Also die stehen breit aufgestellt. Okay. Da müssen wir jetzt aufpassen. Das eine ist unwahrscheinlich nahe. Warte mal. Das müsste ich doch schon sehen. Aber ich sehe es nicht. Ich hasse diese Hügelkuppen. Ja, ja. Immer für Überraschung gut. Ja, du kommst über so einen Hügel. Also, wenn wir die Überraschung sind, ist okay. Was? Kommst über so einen Hügel rüber sozusagen und stehst mitten in der Herde. Ja, ja, so ungefähr, genau. Gucken nicht alle, da da gucken hinten nicht ist Bewegung. Schau mal halb rechts von dir. Da ist Bewegung. Ich glaube, das sind das Kaffernbüffel? Nee, Weißschwanzgnus. Die sind jetzt halb rechts von uns unterwegs, auf 300 Meter. Was ist denn jetzt passiert? Nee, dann ist das eine zweite Herde. Jetzt wird es interessant. Das ist eine zweite Herde. Also die eine kommt hier jetzt quasi um den Hügel rum. Warte mal. Aber ich höre jetzt und sehe jetzt keine weiteren Hinweise von den ersten beiden Tieren. Ich krebse hier in Zeitlupe rum und gucke und gucke. War alarmiert, waren das eine Tier war ja angeblich nur 100 Meter entfernt. Das müsste ich ja sehen. Hallo? Ich habe nicht nur Brille auf, ich habe auch ein Fernglas. Irgendwas stimmt da nicht. Warte mal. Hörst du? Da Warzenschwein. Mhm. Links von uns. Aber wo sind die beiden Gnus hin, die vor uns waren? Vom Winde verweht oder was? Also es ist schon sehr mysteriös teilweise heute. Hm. Hier ist nix. Hier oben ist nix. Keiner zu Hause. Ich meine, gut, die hätten jetzt natürlich auch genügend Zeit gehabt, sich vom Acker zu machen, ne? So langsam, wie wir hochgekrochen sind, vorsichtshalber. Es kann natürlich gut sein, dass die in der Zwischenzeit sich der Herde angeschlossen haben und hier rechts um uns rum sind jetzt. Das kann durchaus sein. Hallo? Okay, er ist noch da. Da unten in der Wasserstraße. Da unten sind sie. Sind sie wieder zum Wasser? Oh, die sind direkt gedacht. Unten. Die sind direkt unten an der. Ja, das meine ich ja. Das meine ich. Die sind um uns rum, um den Hügel rum. Das war die Bewegung, die wir jetzt auch gerade gesehen haben. Oh, ich höre sie auch wieder. Wohin bist du eigentlich jetzt unterwegs? Hin da, wo ich das Männchen gesehen habe. Okay.
Aber die sind doch schon um uns herum weggelaufen. Hier oben ist keiner mehr. Nee, da oben. Da unten direkt am Wasser. Da unten direkt am Wasser. Da. Ach so. Am Wasser entlang. Am Wasser entlang. Tackern hier mitten durch Warzenschweingebiet, gut zu wissen. Ja? Kollegen mögen uns auch hier nicht haben, wie ich gerade höre. Nein, ich kaue deinen Bambus nicht ab. Du was? Ah, davon ist Weißschwanz genug, 160 Meter. Aber Büsche. Natürlich, natürlich. Und wir haben wieder mal den lieben Wind. Der Wind, das himmlische Kind im Rücken. Natürlich, wie auch sonst. Könnte ja auch einfach gehen. Da unten ist schon wieder so eine scheiß Nilgans. Nilgans. Sollten wir die umgehen, würde ich mal sagen, bevor sie uns verrät und aufliegt. Was haben wir hier? Da haben wir die Gnu-Spur. Na, ich versuche es mal im Zeitlupen-Move hier. Ja, das ist dann, du hast dann auch wieder noch. Dann auch wieder noch. Eine Senke und da kannst du nicht drüber gucken. Ja, ja, das ist es eben halt. Das Problem ist eben halt, dass die Tiere natürlich weiter in Bewegung bleiben und bis du dann aus der Senke raus bist, ist der schon wieder weg. So, fuhr mir wieder eine Nilgans. Gut, die interessiert mich nicht. Da touren Nilgänse rum. Aber 120, 200, 300. Ja, sehe ich jetzt auch. Aber ich habe genau die beiden Bäume vor mir. Oh. Und viele, viele Büsche, natürlich. Junge, hier machst du was mit. Junge. Oh, ich höre das schon wieder. Die Viecher machen mich fertig. Können wir sie in Verrätergans umbenennen? Ja. Ja, aber die sind noch ruhig. Aber die sind noch ruhig. Nus sind noch ruhig. Habe ich gehört, wie sie aufgeflogen sind. Ich doch ja, nee, das waren die Gänse. Das waren die Gänse. Aber die Gnus sind noch ruhig. Aber die Gnus sind noch ruhig. Ja, ja, Gott sei Dank. Ich bin auf 80 bis 100 Meter ran. Ich auch. Ich sehe dich jetzt nicht. Ich weiß es nicht, wie deine Position ist. Noch sind. Jetzt rennen sie. Aber ich. Jetzt rennen sie. Nee, meins ist noch ruhig. Ja. Ich habe hier ein Weibchen, das ist. Männlich erwachsen. Sehr entspannt. Männlich erwachsen. Ich kann da ja mal eine Markierung setzen. Dass du sie verorten kannst, so ungefähr. In der Richtung. Die Entfernung stimmt jetzt nicht ganz. Wenn ich sie nur sehen könnte. Ich habe natürlich jetzt wieder so einen Busch vor mir. Jetzt habe ich die anderen Büsche umgangen und habe den nächsten Busch vor mir. Das ist die Pest hier, das sag ich dir, du. Ja, ja. Ja, ja.
bin jetzt direkt unten am Wasser. Wasser? Ich sehe sie auch nicht. Das dürfte aber schwer sein, dann bist du ja tiefer als ich, dann kannst du sie ja auch gar nicht sehen. Oder? Ah, da vorne bist du, jetzt sehe ich dich. Theoretisch müsstest du jetzt auf das Weibchen zulaufen. Warze Schweine beschweren sich hier schon. Ja, ja. Dass wir hier in ihrem Bezirk rumtouren. Ja, ich habe noch ein weiteres Weibchen jetzt vor mir auf 280 Meter. Oder ist das, oder ist jetzt weiter bewegt? Oder die sind so in die Richtung weg. Ja, das ist ja eben das, was ich meine, ja. Weil hier ist nichts mehr. Junge. Aber ich glaube, die haben die Biege gemacht. Legen, ja. Aber ruhig und entspannt, Wind. Bitte? Ruhig und entspannt. Ja, da ist nichts. Das ist Acker. Die Kollegen haben sich vom Acker gemacht. Ich meinte sogar ein oder zwei nach rechts ausbrechen gesehen zu haben. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das werden sie wohl gewesen sein. Na gut. Ich muss allerdings morgen auch wieder zur Arbeit. Das heißt, ich habe ja auch eine Stunde später als du. Ja. Deshalb würde ich sagen, wenn wir diese kleine Safari heute beenden. Genau. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Es war mir wie immer ein Fest, mein Guter. Ja, mir auch. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja unter der Woche definitiv spätestens am Wochenende wieder. Da wünsche ich dir schon mal einen schönen Abend. Danke fürs Mitspielen. Dir auch, ne? Dir auch. Immer wieder gerne. Jo. Immer wieder gerne. Tschüss. Sag dir einen schönen Abend, ne? Tschüss. Ja, Freunde. Und wenn es euch gefallen hat, schaut mal wieder rein, ne? Lasst gerne mal ein Like, Follow, Kommentar da, ne? Vielleicht sogar ein Abonnement, ne? Und nicht vergessen, auch auf YouTube findet ihr alle Replays auch von The Way of the Hunter. Schaut einfach mal vorbei, den Link findet ihr im Twitch-Profil. In diesem Sinne, das war's von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal.